Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Backstage, dem Nerdwelt-Podcast, wo ich, der Dirk und der gute Cengiz Hallihallo. und der Nils Hallo. ein bisschen erzählen über, ja, was vorgefallen ist, was uns interessiert, was ja, wir spannend finden etc. Nils war jetzt ja ein, zwei Wochen nicht da, Monate. deswegen... Monate wohl eher, ja. Deswegen hat er wahrscheinlich ganz viele spannende Themen für uns mitgebracht. Und ich muss gestehen, gerade habe ich gar nicht so viel, weil in den letzten Wochen bei mir nicht so viel passiert ist, außer arbeiten zu gehen und vielleicht mal mit der Kamera rauszugehen. Nils, was hast du denn getrieben die letzten Monate? Ja, hauptsächlich tatsächlich auch gearbeitet oder bin irgendwie durch die Weltgeschichte gefahren. Meine Freundin hat halt recht viele Familienangehörige, sage ich mal. Deswegen ist man irgendwie dauernd irgendwo unterwegs. Ja, das war es eigentlich auch. Ein paar Sachen habe ich natürlich geguckt. Ein paar Sachen haben mich auf die Palme gebracht. Und da können wir ja vielleicht auch mit anfangen, weil ich das eben schon im Vorgespräch mal angedeutet habe. Und zwar OM Digital Solutions oder wie auch immer die sich jetzt schimpfen. Um Systems, oder? Ach ja, OM Systems. Stimmt, es gibt auch noch Ja. OM Digital Solutions, aber das ist anscheinend was anderes. Findet man aber auch, wenn man OM System googelt. Ja, du meinst die Kamerasparte, das ist Ich OM meine Systems, das die ehemalige Olympus. Kamerasparte, ja. Und Ja. zwar bin ich irgendwann so um Ostern rum, habe ich mir gedacht, komm, ich kaufe mir auch mal wieder eine Kamera. So was Schönes, Kleines. Warum der OM? Ja, weil die Olympus Pen haben. Also ich habe mir jetzt nichts, ich wollte mir jetzt nichts quasi Großes kaufen Aha. und ich wollte mir auch jetzt was Gebrauchtes kaufen und da gab es halt ein Angebot von der OM Pen PL7, nee, PL10 hieß das Ding, glaube ich. Und ich muss tatsächlich sagen, gerade habe ich das Gefühl, alles, was man im Onlinehandel anpackt, funktioniert nicht. Ja gut, liegt es jetzt an der Kamera oder liegt es an den Ja, pass Online-Händlern? auf, da gibt es jetzt mehrere. Also, die Kamera habe ich nie gekriegt. Ich habe mir die Oh. Kamera bei As Good As New bestellt. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist halt so welche, die Nee. verkaufen halt gebrauchte Elektronik, ne? Und verschicken sie nicht. Ja, doch, erstmal hat alles ewig lange gedauert, weil DHL statt über Nacht irgendwie 4 Tage gebraucht hat, um das Paket hier in die Packstation zu buxieren. Und ich bin dann zur Packstation hin und dann haben wir das Fach aufgemacht und dann habe ich schon zu Katharina gesagt, es war aber ein großes Paket für so eine kleine Kamera. Und dann waren wir zu Hause und machten dieses Und es Paket war ein Backstein auf. drin. Ja, nee, in Und dem es war Paket, eine VHS-Videokamera drin. in dem Paket waren AirPods Max. Also diese großen Aber Over-Ear-Kopfhörer von Apple. nicht verkehrt, aber preislich trotzdem Unterschied. Ja, also tatsächlich wären die Kopfhörer von Apple teurer gewesen als die Kamera. Echt? Ja, Okay. das Angebot war ganz gut, so für 300 Euro. Ich habe sie jedenfalls dann zurückgeschickt und habe meine Kohle wieder gekriegt und habe jetzt gerade wieder keine Kamera. Aber mein Konflikt mit OM Systems, der fußt darauf, dass ich bei denen im eigenen Online-Shop, also wirklich von OM Systems, der Online-Shop, hatten die eine Osteraktion, wo ein Objektiv, hier so ein einfaches Zoom-Objektiv für 100 Euro oder so im Angebot war, habe ich mir noch eine Tasche dazu bestellt. Was denn? Ich würde mir nie ein Objektiv kaufen, das 100 Euro kostet. Das kann ja eigentlich nur. Ja, gut, Naja, gut. aber ich wollte mir jetzt Machen wir auch weiter. kein Objektiv für 1500 Euro kaufen direkt. Wenn er kann. Ja, Na doch, es gibt erwachsen. natürlich immer Einsteiger, aber ich wollte ja jetzt auch irgendwie was Kompaktes für unterwegs und nicht Glaube ich. trotzdem so ein Trümmer. Also ich höre euch übrigens noch, bei mir steht aber, die Das ist Netzverbindung schön. wurde getrennt. Ah, ist das alles ein Elend. Sorry, wenn ich da irgendwie reinquetsche, aber Cengiz, hörst du ihn noch, oder? Nein. Ja, okay, das ist gut. Wir lieben es, wenn man über das Internet quasi sich zusammensetzt und nicht in einem Raum ist, sondern quasi ja, über verschiedene Tools quasi miteinander quatscht. Wir haben die ganze Zeit über Skype gelästert, weil das halt nicht funktioniert. Wir sind jetzt zu Google Meets rübergegangen, weil das ja so viel cooler ist. Endeffekt ist jetzt Nils ist weg.
Und daher der Host ist von dem ganzen Spaß, kann ich ihn noch nicht mal neu einladen oder rausschmeißen. Das Interessante wird wahrscheinlich gerade sein, dass Nils uns immer noch hört. Oh, jetzt habe ich Nils Da bin ich zweimal. wieder. Ja, da ist irgendwie mein kaputtes Ding, ist jetzt hier noch drin, ne? Den kicke ich mal raus. So. So, ja, cool. Ja, Hast du uns ist jetzt gut. noch gehört? Ich habe euch noch gehört, aber es stand bei mir so ein Kreis und dann stand da Netzwerkverbindung wurde getrennt. Also ich weiß auch nicht, was das ist. Das kommt gleich, kommt gleich, wenn ich mit OM Systems fertig bin, kommt Vodafone nämlich dran, von denen ich hier das Internet habe. Heute gibt es eine Rant-Sendung. Nils ist gegen alles. So, machen wir weiter. Nee, weil ich gesagt habe, hier 100 € in Objektiv ist jetzt nicht unbedingt ein Objektiv, was ich kaufen würde. Ja, es kostet halt eigentlich 250 und war halt aber im Osterangebot. Das ist halt das Einsteiger-Zoom-Objektiv, ne? Mir ist schon klar, es gibt auch die Olympus Pro-Dinger, wo der Zoom dann 1500 kostet, aber das willst du dir ja jetzt nicht auf eine 300-Euro-Kamera, die du nur mal so für Dönekens hast, draufklemmen. Ja, kommt dann darauf an, was man mit der Kamera vorhat. Ich meine, also das ist dann wirklich nur ein Knipse. Ja. Ja, das war jetzt halt eher auch dafür gedacht, um schönere Fotos zu machen als mit dem Handy und die aber mitnehmen zu können quasi. Ja gut, die Pendy ist ja wirklich schon kompakt, das stimmt. Genau, also dann würde ich mir ja wieder, dann kommen wir ja wieder dahin, dass ich sage, dann würde ich mir eine Vollformatkamera kaufen, wenn ich jetzt wirklich mega professionell Fotos machen will, ne? Direkt die Sony A9. Ja gut, Drei. so krass, ich würde eine Nikon tatsächlich nehmen. Oh, eine Z9. Hast du das Ding mal gesehen? Ist das das mit dem fetten Griff unten dran? Aber holla die Waldfee. Du hast es ja gar nicht mitbekommen. Du warst ja ein paar Monate nicht da. Ich war ja im Februar in Japan gewesen. Und in Japan gibt es ja den großen Fotoladen. Yodobashi Kamera heißt das. Da steht wirklich alles. Da steht die Z9, da steht die Alpha, die A9 III steht da, da steht eine Hasselblad für 8.000 €. Die haben sie einfach mal da so stehen wie beim Mediamarkt, andere Sachen. Geil. Und da kannst du halt alles mal so ein bisschen testen. Und die Z9, also gerade die große Vollformat von Nikon, die ist halt mega fett. Also das ist nix, wo du sagst, damit gehe ich jetzt auf Reisen. Weil du einfach dafür zwei Koffer brauchst, um einfach dein Equipment mitzuschleppen. Ja, ich würde mir dann eher die Z6 II kaufen, zum Beispiel. Okay. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls habe ich bei dem Ja, scheiß Olympus. Olympus-Laden 133,99 ausgegeben. Ich dachte, das kostet 100. Ja, aber da war noch eine Tasche, hatte ich noch dabei. Ach Oder so, okay. lass das Objektiv 110 kosten, die Tasche 20. Das waren halt auch so mega Osterangebote, wo eigentlich ist der Preis irgendwie zusammen 300, weißt du, und du bezahlst dann 130. Ja, und das wurde zugestellt mit UPS. Und UPS ist ja der größte Drecksverein hoch 10. Du kannst bei denen das Paket nicht umleiten, bevor der scheiß Bote nicht bei dir war, dich nicht angetroffen hat und dir irgend so einen beschissenen Code in den Briefkasten geschmissen hat. Wo ich schon wieder dachte, so, boah, was ist das für ein umständlicher Mist? Ja, und dann war ich auf Arbeit und kriegte quasi die Benachrichtigung, dass das Paket zugestellt wurde. Oh Und oh. als Zustellhinweis hat der Bote dort eingetragen, Kunde Ist in der getroffen. Mülltonne. Nee, Kunde Oh. getroffen hat er da hingeschrieben. Ja, und dann kam ich nach Hause und das Paket war natürlich nicht da. Ja. Also, Paket ist Was für weg. einen Kunde hat er jetzt getroffen? Das Ja, ist die das habe ich mich Frage. auch gefragt, weil ich war halt im Rathaus zu dem Zeitpunkt. Das ist aber bei den ganzen Paketboten ganz schön so. Ich habe ja auch ein Paket bestellt. Also ich habe eine neue Kamera auch gekauft, aber die wurde auch per DHL zugestellt. Ich stand dann auch unten direkt an der Tür und habe es direkt entgegengenommen, weil die juckt das ja nicht. Die sagen so, ja, wie heißen Sie denn? Ja, Dirk Schneider. Ja, hier, bitteschön, Ihr Paket. Ich bin so, geil, da könnte sich jeder hier hinstellen, Ja, das Paket entgegennehmen. absolut. Und dann im zweiten, ach ja, ich brauche ja noch einen Ausweis. Denken sie, ja, geil, Dankeschön, zumindest etwas. Aber die war schon hier fast wieder im Auto verschwunden. Also, ne, die haben es natürlich eilig, die haben natürlich dann Aufträge zu erfüllen und ich glaube, die sind auch gehetzt wie blöd, aber Sicherheit beim Pakettransfer ist schon schwierig teilweise. Also, weil halt wirklich jeder Dulli da hingehen kann und sagt, ja, ich bin nie zu Render, bitteschön, ja, mein Paket. Ja. Und dann zack, ist es weg. Oder noch Ja. besser, er stellt es einfach vor die Tür, ja, ist zugestellt und jeder Depp kann es mitnehmen.
Ja, ich habe hier auch schon mal so einen großen Karton mit reingenommen, der einfach draußen hingestellt wurde. Und ich arbeite dem ja schon entgegen. Also bei DHL habe ich eine standardmäßige Umleitung in die Packstation. Das heißt, wenn Nils Jurenda hier an seiner Adresse ein Paket kriegt, geht das automatisch in die Packstation. Wenn ein Paket mit Hermes kommt, stelle ich das automatisch in den Shop. Und das geht auch mit GLS und das geht auch mit DPD, nur mit dem Scheißladen UPS geht das nicht. So, und das Paket ist jetzt weg. Dann Ja. habe ich OM Systems über das Kontaktformular eine Nachricht geschrieben. Keine Reaktion. Läuft. Habe ich einen Fall bei PayPal aufgemacht und habe das da nochmal beschrieben. Die einzige Reaktion von OM Systems dazu war auf Englisch, it has been delivered und der Link zur Sendungsverfolgung von UPS. Ich habe dann PayPal eingeschaltet und nochmal das Problem geschildert und PayPal hat halt den Fall zugunsten von OM Systems entschieden, weil sie haben es ja verschickt. Super. So. Bist du mit dem Fall mal zu UPS und hast gesagt, die Leute, da steht hier, es wurde Ja, zugestellt, pass aber ich war ja auf. gar nicht da. Ich habe dann nochmal OM Systems über das Kontaktformular auf deren Homepage geschrieben, was übrigens auch so schlecht ist, dass man keine Bestätigungsmail kriegt, dass man denen überhaupt was geschickt hat. Habe dann mal in die Kommentare so bei Trustpilot geguckt. Der Shop ist auch übel scheiße bewertet, genau aus den Gründen, weil die auf nichts reagieren quasi und Kohle auch von zurückgeschickten Sachen einfach über Wochen einbehalten, beziehungsweise gar nicht auszahlen. Und ich habe jetzt bei UPS so einen Nachforschungsauftrag angeleiert. Das Problem ist, wenn UPS feststellt, dass das Paket weg ist, dann bekommt der Versender ein Formular zugeschickt und das muss der ausfüllen und der kriegt dann die Kohle wieder. Der Versender, Ja, also OM Systems, so ist es. die sich nie melden und nichts machen. So ist es. Scheiße. Ja, so, das heißt, ich Ja. muss jetzt am Ende einen Rechtsstreit mit OM Systems anfangen. Ja, ohne außer Spesen nichts gewesen, Ja. oder du. Regt mich auch ein bisschen auf. Und muss ich natürlich sagen, OM Systems ist bei mir jetzt unten durch. Ja, gut, also da kann die Kamera jetzt erstmal nichts für. Also Nö. man kann jetzt nicht sagen, dass die Kamera oder das Objektiv schlecht wäre, sondern einfach der Shop von OSIMS ist anscheinend nicht ideal. Gut, aber ich sag mal so, wenn du Kunden binden willst an dein Produkt, musst du ja einen dementsprechenden Kundensupport auch bereitstellen. Ja, wäre schon praktisch, das stimmt wohl. Ja, schwierig. Ja. Ich kenne OM Systems, weil eine Freundin von mir halt auch mit den Kameras von denen fotografiert. Aber ich glaube, sie kauft direkt im Shop. Also nicht jetzt hier in Online-Shops, sondern direkt hier vor Ort. Und dann hast du die Probleme halt nicht. Und die Kameras an sich sind ja jetzt nicht schlecht. Ja, geil. Das ist halt dann der Online-Handel. Weißt du, alles immer schön schick, ne? Also du kannst einfach von der Couch aus überall über dein Handy irgendwas bestellen, aber wenn es dann nochmal Probleme gibt, dann ist keiner zuständig. Na, dann wird sich der Ball überall zugeworfen. Ja, ich habe es versendet. UPS sagt ja, okay, wir haben es versendet. Jeder sagt ja, okay, wir haben unseren Part eigentlich gemacht, es muss bei den anderen liegen. Du, ich muss sagen, mittlerweile ist mir auch am liebsten, wenn du so Shops hast wie Mediamarkt, wo du das quasi bestellen kannst und holst es dir dann da vor Ort ab. Da kann so ein Scheiß halt nicht passieren, ne? Ja, du, das eine ist interessant, das andere, naja, so, es ist praktisch natürlich jetzt online zu bestellen, andererseits hast du dann halt solche Probleme. Meine kurze Frage. Die Kameras von Nikon. Nikon ist doch japanisch, oder? Ja, die sind alle Ich japanisch. wollte gerade sagen, es gibt, glaube ich, keinen Kamerahersteller, der nicht japanisch ist. Also zumindest von Ehrlich? den Gibt es keinen gängigen, ne? anderen? Leica ist ja ein Deutscher Ja, und Hasselblad sind irgendwelche Schweden oder so, die aber mittlerweile so einem chinesischen Konzern gehören und alle anderen sind Japaner. Okay, gut. Und wird sagen nur wir Nikon dazu oder wird das Ding im Englischen Nikon ausgesprochen? Wie das in Englisch ausgesprochen wird, ist egal. Im Original heißt es Nikon und dann ist es Nikon. Ja? Okay. Also Weil bei. die Japaner sprechen das nicht Nikon aus, definitiv nicht. Okay. Weil bei Nikon muss ich nämlich immer an den Film Hackers denken, wo der eine
Lord Nikon heißt. Und da muss ich immer dran denken, hat er sich jetzt nach der Kamera benannt oder nach irgendetwas anderem, das ich noch nicht definieren konnte? Das Wer nur weiß. mal so am Rande. Das sind meine Ja. Probleme, die ich habe. Ja, du hast ja keine Kamera. Du bist ja so, ja, okay, wenn ich mal ein Foto schieße, dann mache ich das mit meinem uralten Handy und dann ist gut. Ja, mein Uralt-Handy ist mittlerweile erneuert, weil mein Uralt-Handy Anfang des Jahres einfach ausging und seitdem nie mehr anging. Wie lange hattest du es? Das hatte ich 7, 8 Jahre, glaube ich, hatte ich das gehabt. Okay, für ein Handy ist Und das schon eine ordentliche Zeit. zu dem Zeitpunkt, wo ich es bekommen hatte, war es schon 1,5 Jahre alt gewesen, weil ich Das es heißt, das hat gebraucht von einem wahrscheinlich auch Kumpel. seit 5 Jahren kein Update mehr gesehen. Ja, doch, doch, das hat immer wieder seine Updates gemacht. Da kam von Sony was Spannend. und habe dann auch die Updates machen lassen, aber irgendwann hat das Ding dann echt, zack, ging aus. Ich habe sogar gerade drauf geschaut gehabt, wie es einfach ausging und danach ging es nie mehr an. Ja, das ist ja leider auch so eine Entwicklung, dass du halt die Akkus einfach nicht mehr wechseln kannst. Ich weiß noch, der Anfang, die ersten Doch, doch, Handys, die doch. ich hatte. Wir haben sogar, Kumpel von mir, der hat ja, der hat einen Handyladen. Und ich habe mir übers Internet habe ich mir einen neuen gebrauchten Akku. Neuen gebrauchten. Ja, weil du kriegst die Dinger fast gar nicht mehr. Und Ja, wenn du einen kriegst du nicht, ja nagelneuen klar. findest, für so ein altes Handy halt, wenn du einen nagelneuen Akku gefunden hattest, ich hatte einen gefunden, der hätte 80 € gekostet. Und das war es mir dann auch nicht wert gewesen. Also Ursprung war gewesen, mein alter Akku, der hat wenn er bei 50% angekommen war und ich habe angefangen, im Internet mir irgendwas anzuschauen oder Videos oder so, dann ist das Ding einfach zusammengebrochen. Also ab 49%, wenn ich irgendwelche Videos habe laufen lassen, zack, aus, fertig. Und dann habe ich mir einen neuen gebrauchten Akku gekauft, damit war das Problem erst einmal gelöst. Ich konnte mit dem Handy ganz normal weitermachen, aber der hat vielleicht, wenn es ein Monat war, gehalten. Und es hat nicht am Akku gelegen, an was auch immer es gelegen hat. Das Handy ging dann einfach aus und ging danach nie mehr an. Der Deckel, der war dann, mein Kumpel hat mir dann den Deckel aufgemacht. Wir haben dann versucht, den alten Akku nochmal reinzutun, weil der ging ja bis 50%. Aber das Handy reagiert einfach auf gar nichts mehr. Wenn du mal Glück hast, dann vibriert es, wenn du den On-Button gedrückt hältst. Dann vibriert er und es geht kurz im Hintergrund, das Backlight geht kurz an, aber stürzt danach sofort wieder ab. Also anscheinend hat es das BIOS oder sonst irgendwas zerschossen und das war's. Gut, man muss leider sagen, die Handys und sowas, die sind gar nicht mehr dafür ausgelegt, dass die irgendwie 10, 20 Jahre halten. Die sind meistens 3, 4 Jahre und dann wird es wahrscheinlich sowieso erneuert. Außer bei mir. Ich will da Außer bei halt dir. über die Zeit Ja, benutzt, weil ich deswegen, brauche nicht. also dein Handy hat Alle wahrscheinlich 2 Jahre. seinen Lebenszyklus schon lange ausgeschöpft gehabt. Ja, lange, lange, lange. Also Handyhersteller verdienen an mir kein Geld. Ja. Was hast du denn jetzt geholt? Was ist dein neues Ich Handy? habe ein Wieder ein Sony? Xiaomi. Nein, nein, Xiaomi. ich wollte mir ein Sony wiederholen. Ich habe sogar, also so krank muss man ja eigentlich sein wie ich. Ich habe sogar mit dem Gedanken gespielt, mein altes Sony-Handy als Refurbished-Version mir wieder ins Haus zu holen. Hätte gekostet 80, 90 €. Problem nur bei einer Refurbished-Version, der Akku, der ist halt auch keine Ahnung, Ja. wie gut oder wie schlecht oder keine Ahnung. So, und dann habe ich dann ein Refurbished-Handy, das schon so und so viele Jahre alt ist. Das schalte ich vielleicht ein, habe Glück, das geht einen Tag lang oder habe Glück und es geht 3, 4 Jahre lang noch. Aber im Grunde habe ich ja dann wirklich wieder ein altes Handy. So, und wenn ich dann das Geld dafür ausgeben tue, 80, 90 € ist jetzt kein Riesengeld, obwohl es im Handybereich schon gefühlt viel Geld ist für mich, weil das Xiaomi habe ich mal meinem Kumpel geholt, das ist neu, Garantie, tippitoppi und habe 140 € dafür bezahlt. Und das langt mir. Und das Handy, das Xiaomi, ist ja jetzt schon um Welten besser als mein 9 Jahre altes Sony, das ich hatte. Dann So, kannst du es und vielleicht somit. jetzt endlich mal als Webcam benutzen, damit du mal eine ordentliche Webcam hast fürs Aufnehmen. Dazu müsste ich mich mal mit der Materie befassen, um zu gucken, wie gut oder ob es überhaupt oder ob ich das überhaupt hinbekomme. So rum muss ich es eigentlich Das sehen. ist gar nicht so schwer. Das habe ich ja schon hier 2, 3 Mal gemacht, um eine Zweit- oder Drittkamera zu haben für eine Aufnahme.
Es gibt eine bestimmte App, da kann ich dir mal einen Link zu schicken, die packst du drauf, die sind direkt mit OBS verbunden, da gibst du das dann so ein und dann hast du das Ding. Das Ja, ist eigentlich gar kannst du nicht mir mehr mal so schicken. schwer. Kannst du mir mal schicken. Ich bin ja in dem, aus dem Technikzeug bin ich ja leider echt schon Jahre draußen. Ja, ich habe sowieso das Gefühl, ich muss mal bei dir vorbeikommen. Also jedes Mal, wenn ich so unsere Aufnahmen gegenüberstelle bei der Kinovorschau, merke ich, okay, das ist mein Bild, das ist Cengiz Bild. Ich weiß nicht, was für eine Kamera er hat. Seine Webkamera mag aber sein Poster lieber als ihn, weil das Poster ist immer scharf und er nicht. Ja, VHS-Qualität halt noch. Ich nehme noch auf Videokassette auf. Ja, genau. Auf Betamax, so ballte Bände hier. Ja, wie sind wir Ja. eigentlich da hingekommen? Eigentlich waren wir doch bei der Olympus gewesen, beziehungsweise bei der Penn. Damit waren wir jetzt fertig und Nils wollte jetzt weiter haten über Vodafone. Ach so, ja, mal davon ab, dass das hier alles nicht funktioniert, wie wir jetzt schon eigentlich bei jeder Aufnahme mehrfach feststellen. Ich frage mich auch nicht, warum. Ich bin ja jetzt gerade über WLAN hier unterwegs. Und es kann Vielleicht ist aber das der einfach nicht Fehler. sein, ja, aber es kann einfach nicht sein, dass die Scheiße dauernd irgendwie. Also, dann, das liegt ja dann auch an Vodafone, weil das ist ja die Vodafone-Box, die ich da habe, ne? Die ist der größte Ja, Scheiß, mit der hatte ich ja dieses Jahr auch schon Spaß, weil. Also, jetzt muss man lange ausholen. Ich habe 1 GB Kabelvertrag für 39,99 mal abgeschlossen, damals mit dem Werbeversprechen. Für immer 39,99. Jetzt Kommt mir waren sie bekannt vor. 99,99 von dir. Wir haben es ja noch nicht mal geschafft, bis zum Ende der 2-jährigen Vertragslaufzeit, bis Vodafone gesagt hat: Oh, Inflation, wir müssen während der Vertragslaufzeit ihren Preis um 5 € erhöhen. Dürfen Sie das? Eigentlich nicht. Du hast einen Vertrag Ja, abgeschlossen. Ja. dieser Rechtsstreit ist ja noch offen. Ach Also. so. Deswegen hat er keine Zeit mehr. Er hat mit fünf verschiedenen Herstellern irgendwie einen Rechtsstreit. Nee, da wird es eine Sammel. Ich hab damals tatsächlich bei der Verbraucherzentrale mal nachgefragt und da wird es noch eine Sammelklage geben gegen Vodafone, der ich mich quasi auch angeschlossen habe, weil die und ich auch die Auffassung vertreten, wenn man vereinbart, dass das 2 Jahre 40 € kostet, kann nicht einer der Vertragspartner hinkommen und sagen, oh, kostet jetzt aber 45. Ich kann auch nicht hingehen und sagen, ich bezahle jetzt nur noch 35. Ja, Ja, eigentlich aber geht's nicht. in den AGBs sind noch immer solche findigen Genau. Freizeichnungsklauseln mit drin, oder? Und da ist die Verbraucherzentrale aber der Meinung, dass die AGBs von Vodafone dahingehend unzulässig sind. Okay. Und das wird halt aber jetzt noch juristisch geklärt. Ich habe mir dann jedenfalls gedacht, also ich habe den erst geschrieben, dass ich explizit nicht von meinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch mache und aber trotzdem das für rechtswidrig halte, dass die mir die 5 € mehr berechnen. Ich bezahle die jetzt quasi unter Vorbehalt, bis dieser Rechtsstreit entschieden ist und habe dann aber meinen Vertrag hier zum Sommer gekündigt. Woraufhin Vodafone mir übrigens angeboten hat, wenn ich bleibe, kriege ich den gleichen Vertrag wieder für 39,99. Ist gut. Und dann war der Router kaputt. Also, das WLAN war quasi im Arsch. Es hat nur noch so eine von diesen Lampen geleuchtet und alle anderen waren aus und WLAN ging halt nicht mehr. Aber wenn du was über Kabel angeklemmt hattest, ging es noch. Okay. Dann habe ich beim Vodafone technischen Support angerufen. Der hat dann gesagt, ja, ich kann nichts machen, weil sie haben ja gekündigt. Deswegen kann ich jetzt von hier keine neue Box verschicken. Da müssen Sie beim Vertragsservice anrufen. Dann habe ich beim Vertragsservice angerufen, habe dem Typen das erklärt und dann er so, ja, aber Sie wollen jetzt den Vertrag nicht verlängern. Ich so, nee, ich will, dass die Scheiße hier noch funktioniert, die nächsten 5 Monate, die im Vertrag stehen. Er so, oh ja, Moment mal. Und hat mich dann mit irgend so einer anderen Truller verbunden, die auch keine neue Box verschicken konnte, weil der Vertrag gekündigt war. Sie hat es dann so gemacht, dass sie quasi den Vertrag auf ungekündigt gesetzt hat, mir die neue Box zugeschickt hat und den dann eine Woche später wieder gekündigt hat. Was tatsächlich ausnahmsweise funktioniert Wahnsinn! Ich habe jetzt schon auf die nächste Pointe gewartet. hat. Ja, ich habe mir auch extra das alles so notiert und darauf gewartet, dass dann nämlich kommt.
Ja, nee, Herr Jurenda, Sie haben ja gar nicht gekündigt zum Juli. Der Vertrag läuft jetzt weiter. Sie haben Problem jetzt ist aber 4 Jahre. jetzt, eigentlich wollten wir den 1 und 1 Vertrag von meiner Freundin, wo die hier eingezogen ist, mitnehmen. Und der läuft über die Telefondose. Also ne, halt hier, was weiß ich, die Vorstufe von Glasfaser, 250 MB die Sekunde. Und das funktioniert auch nicht. Das hat ewig lange gedauert. Ich weiß gar nicht. Wir hatten das halt so beauftragt und dann haben wir quasi angeklickt, so ja, soll ab übermorgen geschaltet sein. Ging halt bei denen im Online-Portal. Dann ist halt wochenlang nichts passiert. Dann hat sie da mal angerufen und gesagt, so ja, was ist los? Und dann so, ja, also da ist kein Port mit der Geschwindigkeit frei in dem Haus. Deswegen Ja, konnten wir super. das jetzt quasi nicht freischalten. Sie so, ja. Dann kündigen wir das jetzt aber. Also, das kann dann ja nicht so weiterlaufen. Und dann haben die ihr da eine Sonderkündigung gegeben. Nichtsdestotrotz, ab dem 4.7. gibt es hier kein schnelles Internet mehr. Außer, ich bleibe natürlich bei Scheiß Vodafone, wo das jetzt aber alles auch nicht vernünftig funktioniert. Also, ich weiß nicht so richtig, wie ich da jetzt weiter vorgehen soll. Wobei das wahrscheinlich am Ende auch scheißegal ist, weil ich ja schon gesagt habe, eventuell steht da vorher noch ein Umzug an und dann ist eh wieder alles anders. Dann hast du wieder eine andere Wohnung und dann kannst du ja direkt, bevor du die Wohnung dann den Vertrag unterschreibst, mal gucken, okay, was habt ihr denn hier für Ja. Leitungen verbaut? Und da ist auch noch was frei für mich. Nicht, dass da wieder der Fall ist, ja, theoretisch könnten wir das machen, aber da ist halt Genau, nichts mehr aber der frei. Witz ist halt, wenn du online guckst, dann sagen die natürlich, dass das die schnellste Geschwindigkeit da ist, aber haben dann halt keinen freien Port. Ist das schön. Ja, ich habe ja auch schon mal so ein, zwei ausprobiert. Ich war bei Unity Media, ich war bei 1&1, Vodafone nicht bisher, aber ich bin jetzt seit, ich glaube, ein Jahr oder sowas, gab es mal so einen relativ günstigen Vertrag, also einen Kombivertrag. Ich bin ja schon seit Jahren bei O2 mit dem Handy und da gab es einen Kombivertrag, der relativ günstig war, wenn ich da jetzt auch noch das Internet dazu nehme. Und ich muss sagen, bisher, gut, ich habe jetzt eine Gigabit-Leitung. Bei mir kommt effektiv 800 Mbit an, aber das Ding mir auch so, okay, ja, 800 Mbit ist immer noch besser als die 250, die ich vorher mit 1 und 1 hatte und die haben denselben Preis genommen. Also dementsprechend muss ich sagen, es wird immer gegen O2 immer so ein bisschen ausgeteilt, aber bisher funktioniert eigentlich alles. Also ich muss sagen, ich bin ja auch vom Handy O2-Kunde. Habe ich nie Probleme gehabt mit denen. Muss ich aber auch sagen, das liegt daran, dass ich nie was mit einem von denen am Telefon geklärt habe, sondern alles selber online. Dann geht es. Wenn du dich von einem anrufen lässt, das hat meine Ex-Freundin in Stuttgart gemacht, und der erzählt dir dann irgendwas dazu, da kommt nur Scheiße bei raus. Ja, die nehme ich noch nicht mehr an. Weil es bringt es komischerweise auch nicht, denen zu sagen, ey Leute, ruft mich nicht mehr an, ich will das nicht. Dann ist der Nächste da. Das ist. Mittlerweile sind die ganzen Nummern von denen gesperrt. Und wenn ich irgendwas von O2 brauche, dann mache ich das entweder direkt über eine Chat-Möglichkeit über denen ihre Seite oder ich gehe halt in den Shop hier rein, wo ich dann sowieso die ganzen Verträge unterschrieben habe und mache das direkt vor Ort. Weil hier irgendwie von Drittanbieter, die dann über O2 bla bla bla, die irgendwas Ja. andrehen wollen, das ist alles Blödsinn. Ich finde, dass Bauernfängerei. alle Anbieter Hurensöhne sind. Darf man das so einfach hier so sagen? Weiß ich Ich sag nicht. das. Ich sag das. Ihr dürft mich dafür hassen, wenn ihr wollt oder nicht. Ich finde, dass alle Anbieter, besonders Internetanbieter, einfach nur Hurensöhne sind. Bei wem Und bist du denn? Vodafone. Ach so, ja stimmt, hatten wir das Thema. Davor war es ja Kabel Deutschland gewesen. Die sind ja dann aufgekauft worden von Vodafone. Ich kenne es noch, wie ich noch zu Hause damals bei meinen Eltern gewohnt hatte. Da habe ich damals DSL über unsere Telefonleitung von der Telekom mit hinzugebucht gehabt. Ich muss ganz ehrlich sagen, damals Telekom war der stabilste Anbieter gewesen, außer du musstest am Telefon mit ihnen irgendetwas klären oder machen oder tun. Und selbst dann muss ich sagen, die Telekom, das sind Hurensöhne. Wenn das Ding erstmal läuft von der Telekom, tipptopp, ich kann nichts über die Telekom sagen. Wenn das System einmal läuft, dann hat das hat jahrelang gelaufen. Ich musste maximal alle paar, weiß ich nicht, 6 Monate
8 Monate den Router vielleicht einmal aus der Steckdose kurz ziehen und wieder anstöpseln, weil sich das Ding mal aufgehängt hat oder so. Ja gut, aber das hast du bei allen. Mal den Router resetten, das ist ja so mal eine gute Ja, Möglichkeit. Mal aber einmal im Monat sollte man es mal machen, aber wenn das das einzige Problem ist, ist das ja noch handelbar. ich sag ja, das war bei der Telekom, das war vielleicht alle 6 oder 8 Monate, wo ich das einmal machen musste, weil sich das Ding aufgehängt hat. Ansonsten mit der Telekom nie Probleme gehabt. Sobald du aber den scheiß Telefon in die Hand nehmen musstest, war das ein genauso großer Drecksverein gewesen wie damals Kabel Deutschland und wie jetzt Vodafone. Ich verstehe es einfach nicht. Die sind so gierig auf ihre beschissenen Zahlen und vergessen komplett den Kundenservice. Komplett. Ja. Das ist denen scheißegal. Da wird ein Ticket aufgemacht, da wirst du auf die lange Bank geschoben. Und da ist keiner dabei, der Arsch genug in der Hose hat, um zu sagen, ja, um ehrlich zu sein, bei ihrer Leitung, so viel kommt da gar nicht raus oder das lässt sich nicht umsetzen oder dieses und jenes und ach, da ist ein Fehler passiert. Nein, du wirst einfach nur auf die lange Bank gesetzt, dann wird dann vielleicht mal ein Techniker vorbeigeschickt. Der Techniker sagte mit vorgehaltener Hand, Alter, ganz ehrlich, hol dir einen anderen Router oder wechsel den Anbieter, weil... Und das sind freie Arbeiter, das sind freie Arbeiter, also nicht zwingend, die dann jetzt in dem Fall Vodafone bei mir, die dann wirklich bei Vodafone angestellt sind, sondern das sind freie Arbeiter, die im Auftrag von Vodafone dann halt in ganz Deutschland rumfahren, in den jeweiligen Bereichen und Regionen und dann für die dann praktisch einfach die Messarbeiten und die Resetarbeiten und die was weiß ich Arbeiten machen. Und die sagen selber, da kannst du hingehen, wohin du willst, die sind alle genauso scheiße. Und genau so ist es auch. Meine Erfahrung mit den ganzen Drecksbuden, denen ist das scheißegal. Das ist einfach nur, die versuchen dich so lange wie möglich einfach nur an der Stange zu halten und wenn du kündigst du halt, weil die genau wissen, ja, der Wechsel von Not zu Elend und irgendwann kommt er vielleicht wieder zu uns, weil er bei der anderen Station genauso kacke bedient wird wie bei uns und das ist dann einfach nur scheißegal. Da wird dann halt mit dem nächsten Angebot, das dann alle 2 Jahre vielleicht mal gemacht wird, wird dann vielleicht wieder genau die sie vor 2 Jahren verloren haben, holen sie vielleicht dann damit dann wieder zurück zu sich. Die Leitungen, die werden immer größer, die Versprechen werden immer größer, dass alles noch schneller wird, aber in meinen Augen, umso schneller der ganze Scheiß wird, umso mehr leidet einfach alles andere darunter, weil die Kapazität nicht da sind oder die Maschinen das nicht können oder die Gerätschaften nicht nachkommen oder. Das ist für mich alles ein großer Puff. Die kriegen es hier in Deutschland einfach nicht gebacken, da mal ein Standard, ein Service, eine Linie irgendwie mal für einen langen Zeitraum einfach mal hinzubekommen, dass du einfach deine Ruhe hast, weil mehr willst du ja gar nicht. Du willst den Scheiß abschließen und dann willst du von den Fratzen im Idealfall 2 Jahre lang nichts mehr hören. Ja, ich muss auch sagen, was mir bei denen immer extrem auffällt, diese Internetanbieter versuchen alles möglichst unübersichtlich zu gestalten. Also klick dich mal durch dein Scheiß-Service-Portal von Vodafone, da kriegst du einen Föhn und vor allen Dingen, weil das auch so beschissen programmiert ist, dass das keine normale Website ist, sondern in irgend so einem Kack-Java-Player oder wie das früher, so wäre es ja früher gewesen, weißt du? Das ist ja Im keine Flash-Player. Genau, das ist ja keine stinknormale Website, sondern das ist so eine Scheiße, die irgendwie wie so ein Computerspiel in der Website funktioniert. Das ist einfach Rotze von vorne bis hinten und unübersichtlich hoch 10. Es ist dir unmöglich herauszufinden, zu welchen Konditionen du deinen Scheißvertrag irgendwann mal vor 10 Jahren abgeschlossen hast, weil man das einfach alles nicht mehr nachvollziehen kann. Und ich habe manchmal noch, ich habe auch früher mal im Shop was abgeschlossen und da habe ich neulich noch mal den Vertrag in der Hand gehabt und da stehen auch nicht deine Scheißkonditionen drin. Da steht einfach nur drin, Tarif XY, wo du nachlesen kannst, was Tarif XY für Konditionen hatte, gibt es einfach nicht mehr. Und da hat Cengiz schon recht, da ist Einladen genauso scheiße wie der andere. Und Kundenservice ist quasi nicht vorhanden. Ich habe neulich sogar auch einen interessanten Artikel gelesen, wo es nämlich darum ging, dass bei Vodafone reihenweise sowohl die Mitarbeiter als auch die Kunden flöten gehen, weil das alles so ein vermurkster Haufen ist. Also ihr sagt die ganze Zeit ja alle, ich muss wirklich gestehen, toi toi toi, mit O2 hatte ich echt bisher keine Probleme und ich habe wirklich auch ein Portal hier, der
einfach zu erreichen ist, wo ich mich nicht durch 5000 Sachen durchklicken muss, wo ich sehen kann, was Verträge habe ich und wie lange sind die noch haltbar. Ja, aber ich muss Wie sagen, lange sind die dass. noch Also, sorry, aber das gültig? O2-Portal ist auch scheiße. Das funktioniert auch sehr instabil, sagen wir es mal so. Aber es ist auf jeden Fall übersichtlicher, als wenn du da irgendwie. Also ich kann mir alle meine Daten angucken. Sowohl auf dem Handy als auch auf dem PC oder sowas. Also ich muss es zum Glück gar nicht so häufig benutzen. Aber Dann ja, bist ich du bin. einer der wenigen, der mal irgendwo auf einer Leitung sitzt, wo es keine Probleme gibt und mal alles in Ordnung ist. Ich sag das selber, Ja. also, ich sag das selber, also in Riedenberg, wo ich damals noch gewohnt hatte bei den Eltern, das war, oh Gott, über was für eine Leitung reden wir denn? DSL. Nach ISDN kam DSL mit einer, was weiß ich, Leitung. Und ich habe 10 Jahre lang oder wie lange wir das hatten, 8 Jahre lang, nicht einmal ein Problem. Du hast den Vertrag abgeschlossen und das war ein Aufpreis von, ich weiß nicht, 15 Euro oder was es war. Die habe ich meinem Vater bezahlt, weil die haben ja kein Internet gebraucht und ich wollte Internet. Und da habe ich gesagt, ich buche das mit hinzu und die Mehrkosten übernehme ich. Und ich habe dann diese 8 Jahre lang oder wie viel das war, nicht einmal ein Problem gehabt. Und vor allen Dingen auch keine ständigen Preiswechselungen oder Änderungen. Da war der Preis abgeschlossen für Preis X und so viele Jahre lang hat der Preis standgehalten. Fertig. Ja, du bist als treuer Kunde ja auch da, genau wie bei den Stromanbietern, eigentlich immer der Depp. Weißt du, diese ganzen tollen Angebote, die sind ja immer nur für Neukunden und teilweise sind selbst die übelst frech. Also wenn ich mir dann hier Vodafone angucke, kommt dann irgendwie ja 20 Euro in den ersten 6 Monaten und danach kostet es 100 so ungefähr, wo man sich dann auch denkt, so Alter. Ja. Ja, das sind halt dann diese Fangmethoden, weißt du, wo dann das Kleingedruckte nicht lesen, sondern, oh, guck mal, das kostet nur 20 Euro. Ja, Ja, aber guck mal auf das Kleingedruckte nach 3 Monaten halt nicht mehr. das ist ja nochmal on top bei der ganzen Geschichte. Da musst du ja auch nochmal aufpassen. Nee, also da sind wir dann jetzt zwei von drei, die da durchgehend auch nur schlechte Erfahrungen machen. Ich bin ja selber im Grunde dann auch bescheuert, weil ich finde es halt ermüdend. Ich habe manchmal Tage mit dabei, wo mein Internet aus dem Nichts einfach abbricht und sich dann wieder neu hochfährt. Ich merke das halt ganz gravierend und ich weiß nicht warum. Ich merke das beim Streaming, da habe ich dann den häufigsten Abriss, dass ich während einer Serie oder während einem Film einfach kommt dann irgendwann die Eieruhr und dann bricht es ab und dann, sorry, wir haben ein Problem und dann merke ich dann halt, dass mein ganzes Internet nicht geht, weil ich immer denke, das liegt an meinem Sky Receiver oder irgendwas oder an der PlayStation. Aber nee, es liegt dann zwangsläufig am Internetanbieter, weil ich halt mit meinem Handy oder mit meinem Laptop dann auch nicht online gehen kann für 5 Minuten. Also reißt er dann dort irgendwo. Ich weiß nicht, ob das dann Überlastung ist oder nicht. Ich habe Tage, da kann ich streamen, so viel ich will, da passiert gar nichts. Und dann habe ich wieder innerhalb von einer 40-minütigen Serie, dass mir viermal die Leitung abbricht. Und da weiß ich schon gleich Bescheid, okay, schalte ich aus und gucke Fernsehen oder sonst irgendwas. Weil ich habe wegen dem Problem bei Vodafone schon, ich glaube, zwei oder dreimal schon angerufen gehabt. Und da kam dann eben, wie gesagt, der Techniker. Und der sagt dann, ja, ich habe dir die Box jetzt mal resettet, weil die ganzen Fehlercodes, die summieren sich und irgendwann ist dann der Speicher praktisch von dem Router, der ist dann voll und dann kackt er halt immer wieder gerne mal ab. Dann hat er gemeint gehabt, hol dir mal eine Fritzbox, da musst du halt einmal in die Tasche greifen. Aber dann hast du Ruhe damit, weil diese ganzen Fehlercodes dann irgendwann hinten halt runterfallen und der Speicher nicht so dermaßen ausgelastet wird. Aber dann denke ich mir wieder, nee, ich habe keinen Bock jetzt 350 Euro für eine Fritzbox mehr auszugeben, nur weil Vodafone nicht in der Lage ist, da mal einen vernünftigen Router mir dahin zu stellen und ihre Leitung da irgendwie nicht in den Griff kriegt. Dann denke ich mir, warum schafft das AVN, einen Router zu machen, der keine Probleme macht? Aber Vodafone bietet dir einen Router an, der nur Probleme machen tut. Weil er günstig war. Ja, natürlich, klar, aber die Probleme
Jetzt stehen wir schon vor dem nächsten Problem. Also für die, die da draußen gerade sind und denken, warum wir uns jetzt kaputt lachen, das ist nicht wegen mir, sondern weil jetzt in unserem Google Meets Account, da hier jetzt gerade eine Meldung bei allen aufgepoppt ist, der Anruf endet in 15 Minuten. Kostenlose Gruppenanrufe sind auf eine Stunde beschränkt. Ja. Nee. Ja, wir dürfen nicht so viel labern, das ist gut. Ja. Oh, ist das schade, ey. Also Ja. wir müssen jetzt ein Google One Premium Abo für einen Zehner im Monat abschließen. Was, Google One? Ja. Die versuchen mich sowieso die ganze Zeit irgendwie zu catchen, weil ständig mein Fotospeicher voll ist. Und ich habe das Gefühl, dieser kostenlose, du kriegst ja bei Google diesen kostenlosen Speicher, Das sind der 15 ist. Gigabyte oder Ja, so. aber der wird dir von allen zugemüllt. Wenn du eine E-Mail Jo. versendest, landet der in diesen Speicher. Wenn er irgendwo was sich in Hintergrund speichert, landet das in diesen Speicher. Wenn du Fotos machst, dann macht er, zumindest bei mir habe ich das so eingestellt, speichert das auch in der Cloud hoch. Also ich weiß gar nicht mehr, wo ich überhaupt was löschen muss, um meinen Speicherplatz wieder freizukriegen. Ich bin ständig bei denen irgendwie bei 95% und die jammern rum, willst du nicht von Google One jetzt dieses nur 3 € an den ersten Monat und danach 20? Nee, will ich nicht. Da sind wir bei diesen Log-Angeboten, weißt du das? Nee, da sind wir bei dem Problem, dass wir mittlerweile so gemütlich geworden sind mit diesen ganzen Clouds und mit den Speichern, einfach nicht mehr auszumisten. Du schiebst Ja. alles nur noch da rein und fertig. Das stimmt, das stimmt. Ja gut, ich nutze jetzt ja meinen OneDrive auch nochmal ganz gerne, um halt für mich persönlich Sachen vom PC irgendwie hochzuladen, damit ich es dann vom Laptop oder vom Handy oder sowas zugreifen kann, wenn ich irgendwie auf Insta, wenn ich jetzt am PC was bearbeitet habe, ein Bild oder sowas und will das auf Insta hochposten, dann schiebe ich das kurz auf den OneDrive hoch, nicht auf den OneDrive, das ist der falsche, auf den Google Drive hoch. Und dann kann ich mir da vom Handy direkt das Ding ziehen. Ja, wie du gesagt hast, man wird halt echt gemütlich. Es ist, Ja. tja, wir sind selbst dran schuld eigentlich. First World Problems. Ja, ist wirklich so. Wir sind ja selbst Ja. dran schuld an der ganzen Scheiße. Es ist Internet, wer braucht Internet? Lass uns wieder zusammen rausgehen und Fußball spielen, was weiß ich. Auch kein Internet. Obwohl du Ja. teilweise kannst ja noch nicht mal mehr auf der Konsole zocken ohne Internet, weil das einfach nicht funktioniert. Ja, ist ja bei vielen so. Also vieles funktioniert ja gar nicht mehr ohne die Anbindung ins Digitale. Ja. Da hat sich doch Ubisoft jetzt so einen Shitstorm zugezogen wegen The Crew. Weil er gesagt hat, okay, The Crew ist ein Online-Rennspiel, das stellen wir jetzt ein und du kannst halt einfach nicht mehr zocken. Ne? Also selbst wenn du es digital oder sowas gekauft hast, wir sperren einfach deinen Zugang, du kannst es nicht mehr runterladen, du kannst damit nichts mehr machen. Fertig. Da geht es um den ersten Teil oder was? Ja. Okay, das fände ich schade, weil das ist von der Reihe immer noch der beste Teil. Ja, aber kannst du nicht mehr spielen. Du kannst es Ist es sogar nicht schon? mehr. Du kannst es sogar nicht mehr runterladen, es geht nicht mehr. Dein Zugang ist quasi, dein Zugriff drauf ist gesperrt. Und wenn du die Ja, CD hast, ist. herzlichen Glückwunsch, hast auch keinen. Ja, ich habe die Disk-Version, aber das war damals schon Kacke gewesen, weil Electronic Arts hat das mit der Need for Speed-Reihe dann auch irgendwann so gemacht, dass du das Spiel nur noch spielen konntest, wenn du einen Online-Zugang hast. Und einen permanenten Online-Zugang. Und das ist scheiße. Das ist einfach nur scheiße. Ich frage mich, warum das so sein muss, wo ich doch überhaupt gar kein Problem darin sehe, das Spiel dann auch einfach offline machen zu können, weil es hat ja einen Story-Modus und dazu musst du ja keinen Online-Zugang haben. Ich verstehe es, wenn es um Updates oder sowas, wenn es darum geht, aber um das reine Spielen selber habe ich nie verstanden, warum man da einen permanenten Online-Zugang braucht. Das ist einfach nur, um seine Server zu füttern und sagen zu können, guckt mal, wir haben permanent so und so viele Tausend oder Millionen User, die tagtäglich bei uns drauf sind. Nur um sein eigenes Studio geil dastehen zu lassen. Das wäre für mich ein Grund, bei einem der nächsten Teile einfach einen Aufruf zu machen. Was? Ihr wollt permanente Internetanbindung? Dann fuck you, wir kaufen einfach das Spiel nicht und boykottieren es komplett. Und dann wollen wir mal schauen, wie schnell sie zurückrudern. Ja, Aber das macht ja fast keiner funktioniert ja mehr. leider nicht, weil vielen das dann am Arsch vorbeigeht. Ganz genau. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, du kannst doch nicht mehr den Singleplayer-Modus, den kannst du auch nicht mehr spielen. Hast halt, ja, hast du irgendwann mal Ja, Geld für ausgegeben und hast halt nichts mehr. Viel Spaß. sag ich doch. Also selbst wie ich den ersten Teil damals gespielt hatte,
konntest du es immer nur spielen, wenn du online angemeldet warst. Sobald Serverprobleme oder deine Internetanbindung mal ein Leck hatte und du von deinem Internet unterbrochen wurdest, da hat auch das Spiel, gab es einen Cut und du bist wieder im Startmenü gelandet. Ja. Egal, wo du gerade warst im Spiel. Ja, und jetzt kannst du es mit der besten Internetverbindung der Welt nicht mehr spielen. Super. Und da gehen halt jetzt viele auf die Barrikade, weil sie gedacht haben, ey, ich habe damals richtig viel Asche dafür ausgegeben. Ja. Und jetzt kann ich es einfach nicht mehr nutzen. Ich kann es auch nicht mehr starten. Die haben wirklich die kompletten Lizenzen widerrufen. Ersatzlos. Ob du es jetzt auf Disk hast, ob du es digital gekauft hast, ist denen egal. Du kannst es nicht mehr starten. Klasse, das ist ja wunderbar. Ja, und Ubisoft verweist dann auf ihre AGBs, da sind wir wieder bei den AGBs und sowas. Ja, die haben ja quasi nur eine zeitlich begrenzte Lizenz dir verkauft. Die haben ja, du besitzt das Spiel ja gar nicht. Ja, das Klasse. ist halt so. So ist das mit dem Urheberrecht. Aber wie gesagt, das ist bei Filmen ja das gleiche Thema, ne? Also gehört dir der Film oder darfst du ihn halt nur so lange angucken, bis entweder der Download nicht mehr zur Verfügung steht oder deine Disk zerbröselt? Dann ist mir meine Disco zerbröselt, aber lieber, weil ich glaube, die hält länger. Das kommt ja Das immer glaube drauf ich an. auch. Das glaube ich auch. Ich hatte zumindest alles, was meine originalen DVDs und Blu-rays angeht, hatte ich bisher noch nicht einen einzigen Film dabei, nachdem ich ihn eingelegt habe, dass er nicht mehr ging. Ja, ich muss gestehen, meine HD-DVDs, die haben so leichte Probleme teilweise. Vor allem bei Dann Warner. ist die Frage, liegt es an der HD-DVD oder an dem HD-Player, dass der Laser irgendwann schlapp macht? Nee, Altersbedingt. nee, 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 nee. Es liegt wirklich teilweise echt, also kannst du das schon aussortieren, was für ein Verleih das ist. Also Warner hat Probleme, Universal läuft und also andere Discs funktionieren. Das sind wirklich dann nur spezielle. Das sind jetzt Okay. nicht alle, die nicht funktionieren, sondern wirklich nur so vereinzelte. Und dann würde ich sagen, liegt es eher an der Disc statt dem Player. Das kann dann gut möglich sein, ja. Ist dann naheliegender. Ja, aber gerade muss ich ja sowieso gucken. Ich habe ja nur einen HD-DVD-Player und das ist halt über die Xbox 360. Die ist auch schon ein paar Generationen alt. Ja, und den kann ich mittlerweile gar nicht mehr anschließen, weil mein Fernseher gar keinen Anschluss mehr für das Ding hat. Ich habe ja die allererste Version von der 360, die hat noch einen YUV-Anschluss. Und das kriegst du ja nicht mehr. Hast du noch einen HDMI? Also müsste ich jetzt irgendwie mir eine andere Xbox Ja. holen, die einen HDMI-Anschluss hat oder irgendwie einen Adapter, dass ich Nee, von ich wollte YUV gerade auf. sagen, kriegst du schon für 15, 20 € einen ordentlichen Adapter, wo du deinen JUF-Anschluss auf HDMI ummünzen Ja. tust. Das Ja. geht. Ja, kann ich mal wieder GTA Hero 3 spielen oder sowas? Naja, egal. Nee, Rockband 3, so rum. Ja, also wir haben diese Woche sehr viel mit richterlichen Problemen, habe ich das Gefühl. Irgendwie ist alles Kacke. Egal, was wir angefangen haben. Das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Jetzt hat mir. Ich überlege auch gerade hier, ob ich beim Richter mal wieder vorstellig werde. Aber anders. Ein Freund von mir hat mir nicht gestern geschickt. Konstantin Entertainment sucht für Richter Ulrich Wetzel, wer auch immer das ist, suchen die wieder irgendwelche Leute, die sich vor die Da Kamera hast du setzen. jetzt Bock wieder Ja. wieder in eine Gerichtsshow, Ja, dir? schon, warum nicht? Willst du auch mitmachen? Komm, wir melden uns alle an. Genau. Doch, den kennt man, aber google den mal, Ulrich Wetzel, den kennt man. Ja, ich jetzt nicht. Also vorher war es jetzt Alexander Holt, das war mir jetzt ein Begriff gewesen, aber Ulrich Wetzel höre ich zum ersten Mal. Ich habe auch so viel bisher glücklicherweise mit dem Gericht noch nichts zu tun gehabt, dass ich jetzt irgendwelche Richter kennen würde. Okay, Nee, aber ja. Also das Gesicht sagt mir was. das muss auch ein Remake sein, weil hier steht Ulrich Wetzel, das Strafgericht gab es von 2002 bis 2008 schon mal. Halleluja. Ja, Okay, also war das das. Gesicht sagt mir was, ja. Das War war das ja der. zur Prime-Zeit, wo es diese ganzen Richtershows gab. Ja, Barbara Stalech und Alexander Holt und wie sie alle hießen. Das ist. Und der Wetzel. Und der Wetzel. Der Wetzels Ulrich. Du wolltest Ja, uns auch immer cool. mal deinen Auftritt bei Alexander Holt zur Verfügung stellen. Ich glaube, der ist sogar online. Ich glaube, der ist Ja, das sogar sagst du jedes auf Mal, aber er irgendeinem. ist dann nicht. Also irgendwo muss er, glaube ich, sein, weil ich habe ihn auch schon mal irgendwo. Nee, nein, 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 nein. Ich habe den irgendwann mal nachts auf Super RTL, habe ich ganz zufällig mal Auf hingesetzt. Super RTL. Aber das ist, glaube ich, auch schon über 10 Jahre her.
Schön. Plus, minus oder vielleicht 8 oder keine Ahnung wie viele Jahre. Und da habe ich sogar dir, Dirk, habe ich einen Screenshot geschickt gehabt vom Handy und habe geschickt gehabt, ach, guck mal, wer wieder im Fernsehen läuft. Aber das ist Ja. garantiert 8 Jahre her oder sowas. Ja, Da es bin ist. ich ganz zufällig drüber gestolpert. Ich so, ah, guck mal, der Dirk ist ja wieder im Fernsehen. Deswegen, ich müsste einfach mal wieder. Es wird mal wieder Zeit, meine Fresse in die Kamera zu halten. Das wird schön. Ich meine, gelohnt hat sich der Spaß definitiv nicht. Also jetzt, du bekommst ja natürlich auch eine Aufwandsentschädigung, nennen wir es mal so, aber das ist jetzt nicht, dass du sagst, oh geil, jetzt mache ich das zum Beruf. Also das lohnt sich nicht. Außer du bist Das. in jeder Reality-TV-Show, die wöchentlich läuft, 10-mal vertreten. Berlin Tag und Nacht und so was, ja genau. Ja. Boah, hör auf. Ich muss schon wieder das Würgen Dann kannst du anfangen, noch innerlich. irgendwie hier zu The 50, wo Was ist denn The die. 50? Das ist Ach, sowas, das diese. findet meine Schwester ja geil. Das sind hier so Reality-TV-Stars, die gegeneinander antreten oder so. Und das sind alles solche Leute, von denen haben wir noch nie was gehört. Und Die meine gehen an Schwester. Dschungelcamp, oder? Ich weiß nicht, was genau die machen, aber das ist halt echt so. Ich war irgendwann mal bei meiner Mutter und dann meinte meine Schwester so: Ja, hier, das ist hier You Are the One, hieß das, glaube ich. Und das ist so eine. Da werden die auch in so einer Villa am Strand quasi einquartiert und müssen quasi das perfekte Match für sich finden. Das wurde mir in der Arbeit schon mal gesagt. So, ja, du bist nicht bei You Are the One anmelden. Ich bin bei was muss ich mich anmelden? Genau. Und da war es halt so, da gab es davon eine Reality-TV-Star-Edition. Also ich kannte keinen von denen. Aber meine Schwester konnte mir Das. ohne Scheiß bei jedem sagen, ja, hier, die ist aus der Reality-TV-Serie Staffel 2 und der ist von da und so. Und ich kannte die ganzen Sendungen noch nicht mal. Also das ist so ein ganzes Universum, was man nicht kennt. Ich muss ja sagen, ich gucke ja seit Jahren kein lineares Fernsehen mehr. Also die ganzen Trash-TV-Sendungen, die kenne ich halt alle nicht. Ja, Das aber das kommt ist aber, ja. denk, das ist auf Prime, glaube ich, ne? Das ist eine Genau, Sendung auf Prime das hat Exclusive. sich ja auch verlagert. Oh Also das kommt ja je. jetzt auch bei RTL Plus im Stream und nicht mehr im normalen Fernsehen und Ja, so weiter. je. Nee, ich glaube, Da. damit werde ich aber nicht mehr warm, mit diesem ganzen Trash, wo die Leute sagen so, oh, nach der Arbeit gucke ich mir halt irgendwelche Idioten an, die irgendeine Scheiße bauen. Ich muss so, nee, da kann ich was Sinnvolles gucken. Da muss ich mir nicht irgendwelche Deppen angucken, die ich an dem Tag nicht kenne, die sich halt benehmen wie die letzten Inselaffen. Das stimmt. Das Irgendeine stimmt Scheiße da allerdings. reinbrillern. Und ich denke so, boah, Alter, wo bist du denn ausgebrochen? Ja. Nee. Auch nicht so wirklich meine Welt. Wir sind einfach zu alt für den Scheiß. Wenn du jetzt die Ja. ganzen TikTok-Stars und sowas Ja. anguckst, denkst du doch so, ey, was ist das für ein Honk? Und die anderen feiern ihn halt einfach. Ja. TikTok Generation halt. Aber das ist auch das gleiche Phänomen. Aufnahmefähigkeit der TikTok-Generation sind halt nur noch maximal irgendwie 1 Minute. In der Länge eines TikTok-Clips, länger hört die Aufnahmespanne von der Jugend mittlerweile auf. So hat man das Ja, Gefühl. es ist leider wirklich so. Die können sich dann mal den Film Sterben angucken, der geht 3 Stunden. Ja, genau. Die sterben dabei. Die Die sterben sterben dabei. dabei, Ja, wobei wenn ich sie sich manchmal das angucken müssen. das Gefühl habe, der Witz ist, dass in dieser Zeit teilweise so viel passiert, dass ich das nicht mehr raffen kann. Also, was für mich echt krass war, habt ihr mal Lego Ninjago Movie geguckt? Den ersten. Nein, ich weiß, der Nicht lief bei uns, geguckt. aber ich habe ihn nicht geguckt. Und das war bei mir so eine Erfahrung, der ging so los und dann war der so wild und ausgeflippt und da sind tausend Sachen gleichzeitig passiert und 500 Schnitte, dass ich dachte, boah, fall gleich vom Stuhl. Und das ist ja das aber, was die Kinder sich dann schon angucken, weißt du? Also es ist so total hektisch. Ja, weil die halt die Aufmerksamkeitsspanne für eine Szene ist halt nicht mehr so lange, weißt du? Da musst du dann schnell einen Schnitt machen, damit die dann noch drin sind, damit die noch mitmachen. Oh, da gibt es wieder was Neues. In weniger als einer Minute sind wir hier raus, Schnitt, Dirk. Schnitt ist vielleicht auch gerade das richtige Stichwort, weil ich glaube, wir müssen kurz Pass mal auf, machen. ich schicke euch mal den Link. Wir versuchen es jetzt mal mit Microsoft Teams. Das müsste ja auch Ach jeder du drauf Heiliger, haben. ach du Heiliger. Ich weiß nicht, ob ich Teams drauf habe. Eigentlich wird das jetzt mit Office schon immer mit installiert und du kriegst das gar nicht mehr richtig Ich habe weg. Office gar nicht hier drauf. Wie gesagt, ich habe den Ach PC platt so. gemacht. Ich habe hier nichts Ja, drauf. das ist Ich natürlich habe ja auch blöd. kein Office drauf. Also das wäre der Link Das ist aber in unserer schön. Danke. WhatsApp-Gruppe. So, Wuff.
Die Ich habe Zeit noch nicht mal rennt WhatsApp hier runter. drauf. Oh, Ja, das ist alte Männer natürlich versuchen sich irgendwie an blöd, aber Technik, bei ey. mir Es ist... funktioniert auch gerade wieder nicht, den Link in WhatsApp zu verschicken. Ja, dann treffen wir Dann uns jetzt gleich bei macht's. Skype weiter. Ja, und dann Das sind immer wieder. wir wieder alle zusammen. Also, ja, also Google Meet haben wir gesagt, das ist von der Qualität vielleicht ein bisschen schicker als Skype, aber das auf eine Stunde beschränkt ist, ist das Nicht mal, das teilweise muss eine halbe vielleicht. Stunde gewesen sein, oder? Nein, Nee, eine nein, Stunde. nein, das war Wir eine sind schon eine Stunde. Stunde am Labern. Also dein Rant Ach über so. Vodafone und Home Systems, das hat schon ein bisschen in Anspruch genommen. Ja. Also Auf der Uhr stehen schon 57 Minuten. die erste Stunde des Podcasts ging es wirklich darum, Dietz findet alles scheiße. Vodafone Ja, ist scheiße, Home System ist scheiße, UPS ist scheiße. zumindest die Themen, die jetzt gerade aktuell sind, die sind wirklich Ja. scheiße. Aber Ja. was Paketdienste angeht, damit habe ich auch tagtäglich auf der Arbeit zu tun. Das Fass wollte ich jetzt nicht auch mir aufmachen, weil das hast du ja eh schon zum Springen gebracht. Aber das sind genauso das böse Wort, das ich vorhin gesagt habe. Und ich sag's da hier auch wieder bei Paketdiensten, die großen, das sind auch nichts anderes als Hurensöhne. Okay, dann haben wir es jetzt noch mal für Ja. alle. Damit es auch alle mitbekommen haben. Ich kann es nicht anders da sagen. Das sind genauso Vereine, immer nur Profit, Profit, Profit. Mit jedem Jahr, stellenweise sogar schon zweimal im Jahr, die Preise immer mehr erhöhen, aber der Service und die Dienstleistung Immer dahinter, schlechter, die ja. wird dermaßen schlechter. Das ist ein Albtraum. Das ist ein richtiger Albtraum. Ja, ist ja auch krass, wenn du so überlegst, diese Entwicklung, also ne, man will ja immer Wachstum quasi schaffen und wenn man ja nicht mehr quasi mehr Kunden gewinnen kann, muss man sich ja was anderes überlegen. Und wenn dieses Vorgehen, wie das gerade ist, jetzt für immer so weiterläuft, dann wird es ja irgendwann so sein, dass man sich eine Tüte Chips kauft im Supermarkt für 50 € die Tüte, wo noch drei Chips drin sind. Ja. Ja, so ähnlich. So ähnlich. Da kriegst du auch jedes Jahr hier diese, ich weiß gar nicht, wie sie es heißen, aber da gibt es auch so einen Mogelpackung Verbraucher, des Jahres. die Genau. Mogelpackung des Jahres, genau, wo du Ja. sagst, okay, ja, ist um 10% teurer geworden, aber der Inhalt ist um 10% weniger geworden. Also es ist. Ja. Dann hat auch Langnese irgendwie ihre Eispackung kleiner gemacht, weil sie gesagt haben, so, ja, das ist dann handlichere Portionen für den Einzelnen. Ne? Die haben es aber versucht, Ja. irgendwie gut zu verkaufen, dass es kleiner geworden ist, weil da kannst du jetzt ja besser, ist jetzt handlicher für dich. Ja? Kannst du jetzt Das besser beste einteilen. Beispiel war die Pringles-Dose gewesen. Die Pringles-Dose, die ist jahrelang immer die gleiche Dose, selbe Höhe, aber irgendwann hast du halt mal aufgemacht und es sind immer weniger Chips drin gewesen. Ja. Ja, gut, bei sehr vielen von diesen Chipspacken und sowas ist ja so mehr Luft drin als sonst was. Das wird immer so verkauft, ja, große, große Packung, aber wenn du es dann aufmachst, ja, dann ist die Hälfte leer. Das Ja. ist, ja. Und es wird alles teurer. Ey, heute ist echt so ein, nicht so ein schöner Podcast, oder? Ja, aber So die ganze dann Zeit. lass uns doch jetzt mal umswitchen. Was Mich würde interessieren, habt ihr in der Sneak hast gesehen, du. hätte ich jetzt gefragt. Oh, das ist auch kein schönes Thema. Da geht es direkt weiter. Nee, aber bevor wir zu Sneak Film der Woche kommen, du hast ja die OM Pen. Hast du die auch da jetzt mal testen können oder hast du kein Objektiv für, dass du sagst, kann ich noch gar nicht mit anfangen? Nein, ich habe die OM Pen ja nicht gekriegt, sondern Ich AirPods dachte das Max. Objektiv. Ja, Beides nicht. Stimmt. bei der Kamera war doch was Falsches im Paket. Und dann habe ich mir gedacht, boah, jetzt habe ich ja auch keinen Bock, das nochmal neu zu bestellen. Und habe mir meine Kohle von denen erstatten lassen. Wobei die Ja zwischendurch gut. dann auch wieder ausverkauft war in dem Shop. Und gleichzeitig bist du noch in Rechtsstreit mit OM System, weil du das Objektiv nicht erhalten hast, was du gar nicht brauchst, weil du hast die Kamera nicht. Ja, von denen will ich jetzt auch einfach nur meine Kohle wieder haben. Dirk, man hört dich leider nicht mehr. Da hat es mal kurz Knack gemacht und der Akku ist leer. So, Ah, es ist doch alles. da ist er doch schon wieder. Heute ist ein schöner Tag. So, also deine Missionenkamera war ein voller Erfolg, weil du hast jetzt nichts, außer zwei Rechtsstreite quasi. So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Kann man machen.
Kann man machen. Hat zwar keiner Bock drauf, aber kann man mal machen. Nee, Das dann nächste macht Mal schon keinen Spaß. einfach keine Ohm Sister bestellen. Nee, ich glaube, nächstes Mal kaufe ich mir tatsächlich eine von Nikon. Kommt davon, was du machen willst. Mittlerweile musst du echt bei Kameras aufpassen, was für ein System nimmst du. Alle sagen so, oh, Vollformat, ich brauche Vollformat. Ja, Vollformat ist scheißen teuer, richtig unhandlich und riesig. Ja, also je nachdem, was du machen willst. Wenn du eine, also als Reisefotograf würde ich keine Vollformat kaufen, weil die einfach scheißen unpraktisch sind. Ja gut, aber die haben Wenn du ja auch sagst, du hast da ein APS, Studio, dann bitteschön. die haben ja aber auch APS-C und Vollformat und du kannst bei beiden quasi die gleichen Objektive benutzen. Also außer du hast ein spezielles APS-C-Objektiv. Ja, gut, muss. Ich bin mit MFT eigentlich ganz zufrieden. Ja, mein Versuch dahingehend war jetzt kein Erfolg. Warum? Was woran scheitert es? Ja, weil das nicht funktioniert hat, das ist ja das ganze Ach Ding. so. Ja, du meinst jetzt hier ja Ja, die OM Systems, nicht aber du hast doch schon mal mit technisch. MFT zu tun gehabt, oder? Das ist. Ja, Du hast schon meine mal eine Lumix in der Ex-Freundin hatte Hand. eine MFT-Kamera. Ja, war so okay, aber da fand ich meine APS-C eigentlich besser, die ich da hatte zu dem Zeitpunkt. Dann ist das so. Gut, bevor wir jetzt hier wieder mit dem Kamera irgendwie Ding anfangen und wieder über alles ranten. Ja gut, machen wir den nächsten Rant auf. Sneak-Film der Woche war Evil Does Not Exist. Ein japanischer Film von, oh, wie heißt der gute Mann? Hamaguchi Ryusuke heißt der, glaube ich, derselbe Regisseur wie Drive My Car. Und das Glücksrad? Und das Glücksrad. Das, wie wir jetzt festgestellt haben, das neueste Meisterwerk. Und ich muss sagen, es ist sehr, sehr träge. Es geht um ein kleines, ich weiß gar nicht, ob der Name, ob die genannt wurde, es geht um ein kleines Dörflein, irgendwie ein bisschen abseits von Tokio, was so für sich, ne, die leben da ihr entspanntes Leben. Und da kommen jetzt Leute an und sagen, ey, wir wollen bei euch einen Campingplatz aufmachen. Camping ist Glamorous Camping. Für die armen Städter, die dann halt alle gestresst sind, damit die am Wochenende glamourös, also ohne da jetzt ihren Luxus zu verlieren, irgendwie schön campen können. Man will jetzt quasi diesen Platz da aufmachen und dann auch noch irgendwie ein Klärwerk dazu bauen, was weiß ich. Stößt natürlich bei der Bevölkerung, die vor Ort ist, erstmal auf negative Resonanz. Resonanz. Das ist gut. Ich hätte jetzt gerade gesagt Kritik, aber Kritik, ja gut, wäre es auch gewesen, aber wir sind nicht so begeistert davon. Vor allem halt unser Hauptdarsteller Takumi, der dann auch sagt, so, ey, ganz ehrlich, ihr müsst das ein bisschen besser überdenken, weil wenn ich das so sehe, dann läuft ja das ganze Abwasser von euren Kläranlage da bei uns in den Fluss rein und das ist ja dann eher für uns schlecht. Ne? Also wir haben ja nichts davon, dass jetzt die ganzen Städter da kommen und da jetzt ihr Wochenende verbringen. Und dann versuchen die halt da irgendwie den Takumi für sich irgendwie einzunehmen, weil der Chef sagt so, nö, wir machen das jetzt so, wir können das auch nicht umbauen, wir lassen das jetzt genau so, wie wir das geplant haben und guckt doch einfach mal, ob ihr den Typen irgendwie ein bisschen Honig ums Maul schmieren könnt, dass der sagt, okay, ja, nee, ich stelle mich da nicht mehr dazwischen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange der Film geht. Es kam mir irgendwie vor wie 3 Stunden, aber ich glaube, so lange ging der gar nicht. Er war auf jeden Fall sehr, sehr langsam erzählt. Und Ja. zum Ende hin hast du eh nicht mehr gewusst, was wollen die eigentlich von dir? Der geht Eine eine Stunde Stunde 46. 46, ja, habe ich auch gerade geguckt. Also ich fand ihn eher zäh. Ich fand ihn inhaltlich auch ein bisschen, nee, weiß ich nicht. Hätte man vielleicht einen Kurzfilm draus machen können. Weiß Ja, nicht, also meins war es nicht. die Prämisse oder die eigentliche Vorgeschichte, die war ja okay gewesen. Das Langatmige, das war es halt einfach nur gewesen. Wir haben halt einfach nur ein kleines Dörfchen, das eigentlich nur seine Ruhe haben will. Und die Großstadt, die halt kommt, um da einen Profit herauszuschlagen, aber die Belangen des Dörfchens praktisch scheißegal sind. Und die schicken halt eben zwei raus, eine Frau und einen Mann, die halt das Projekt vorstellen und so schaut's aus und so werden wir es machen, bis sie dann halt die Gegenargumente von denen aus dem Dorf erzählt bekommen und selber dann halt sich eingestehen müssen, ja, okay, gut, also wenn wir das so durchboxen wollen, werden wir auf Widerstand treffen und mit der Zeit verstehen die halt immer mehr die Dorfbewohner
und merken selber, wie sehr sie doch selbst schon Städtemenschen sind und befangen sind. Und umso mehr die auf dem Land, in dem Dörfchen sind, merken, dass selbst diese zwei Personen, die ausgesandt wurden, immer mehr das Gefühl haben, hier wollen wir eigentlich auch hin. Weil sie halt eben merken, wie selber sie schon ausgelaugt sind von der ganzen Stadt und von der Arbeitsmoral und alles, allem Möglichen. Ja, und das Problem von den beiden ist dann halt, die kriegen den Druck von der Chefetage. Das Projekt wird umgesetzt. Und wie Dirk schon gesagt hat, schmiert denen Honig ums Maul und versucht sie irgendwie für uns zu gewinnen. Aber auf der anderen Seite die Einsicht, das, was wir hier machen und umsetzen wollen, ist falsch. So, und dann sind die halt eben im Zwiespalt. Du hast auf der einen Seite das Dorf, auf der anderen die Stadt und dazwischen sind halt eben diese zwei Personen, die versuchen da irgendwie einen Kompromiss zu finden. Und das funktioniert halt nicht wirklich zum Ende hin. Ja, So wie es Nils, und Nils, genau, so wie es Cengiz erzählt, ist es viel spannender, als der Film eigentlich war. ja. Ich sag ja, also die 140 Minuten sind halt dafür zu lang. Hätten die da vielleicht einen 90 oder 100 Minuten Film draus gemacht, wäre es in meinen Augen Das sind viel 106 Minuten. ausreichender. War 106? Ja, 1 Stunde Habt ihr jetzt? 46 sind 106 Minuten. Ach, 1 Stunde 46, Entschuldigung. Ja, dann muss ich es revidieren. Dann muss ich sagen, hätten sie es irgendwie in 80 Minuten oder 90 Minuten reingepackt, wäre es nochmal angenehmer gewesen. Da hätte man 20. viel. Kurzfilm draus machen. 20, vielleicht 30 Minuten. Dann hast du Nee, alles als. Wichtige drin gepackt und gut ist. Aber da sind so viele lange Szenen drin gewesen, wo du dich gefragt hast, so ja, okay. Und dann hast du dann, die bewerben ja das auch noch schön mit der Musik von, ich habe den Namen vergessen. Und dann hauen sie einfach mittendrin die Musik weg. Also da sind teilweise Szenen, Schnitte drin gewesen. Ich fand's schwierig. Ja, ich fand halt den Schluss, über den dann wir in der Sneak dann alle diskutiert hatten. Die letzten 5 Minuten, die dann da in dem Film passiert sind, die lassen dich dann halt einfach vor einem großen Fragezeichen dann stehen. Das ist dann so dieser Art von Film. Wir erzählen euch 100 Minuten lang eine Geschichte, um 5 Minuten lang etwas Kunstvolles dir da an den Kopf zu werfen wie ein Backstein und du dann da hängst und der Film hört dann einfach auf. Und du dann da hängst, ja, und jetzt mach dir einfach mal deine eigenen Gedanken, was du davon jetzt erhältst. Bastel dir einfach mal deinen eigenen Gedanken zusammen und so den Gedanken, den du hast, dann hat der Film genau so für dich die Bedeutung. Ja, Problem ist halt nur, der hat halt dann nicht so die Bedeutung. Weil die Gedanken, also wenn du 5 Leute dastehen hast, die jetzt den Film gesehen hast, jeder der 5 hat womöglich gar keinen bis zu einem völlig sich von den anderen unterscheidenden Gedanken, weil du dastehst und dann, ja, was will dir denn der Film jetzt sagen? Ja, und dann hängst du da und dann versuchst du dir irgendwas aus den Fingern zu ziehen, was das für eine Bedeutung haben könnte. Und das finde ich vergeudet. Da ist dann halt das Potenzial in meinen Augen wirklich vergeudet. Ich habe es doch gerade nochmal nachgelesen. Also bei Drive My Car hat er sich zusammengetan mit den Komponisten Eiko Ishibashi. Und die haben sich ja zusammengetan und der hat gesagt, okay, ich brauche für einen Live-Auftritt, hätte ich ganz gerne Szenen für den Hintergrund. Und Ryusuke Hamaguchi hat sich dann gedacht, so ja, da mache ich doch einen Film draus. Nicht nur einen, ich mache direkt zwei Filme draus. Anscheinend gibt es nicht nur Evil Does Not Exist, sondern auch noch Gift, der komplett ohne Dialoge auskommt, das wird noch viel spannender. Und Oh ja, Gott. daraus ist das halt entstanden. Also eigentlich ist das ja von der Musik her gedacht, obwohl die Musik in den Film zwar schön in Szene gesetzt ist, aber einfach auch mal mittendrin gecuttet wird. Und zack, war quasi. Deswegen, ich sehe es eher als Kurzfilm wäre wahrscheinlich besser gewesen als jetzt die 146 Minuten. 106 Minuten, jetzt fange ich auch schon an. Ja, 1 Stunde 46. Ja. Da war der Titel des Films interessanter gewesen als am Ende der Film selbst, wenn man ihn gesehen hat.
Der Titel des Films. Aqua Sansashinai im Original. Hast Was du eigentlich recht. auch das gleiche bedeutet. Endlich mal ein Titel, der richtig übersetzt wird. Meistens sind ja bei Japanischen, Englischen oder sowas, kriegst du irgendwie komische Übersetzungen oder noch einen Untertitel dazu oder sonst was. Hier ist er doch Noch relativ gut schlimmer. übersetzt. Noch schlimmer wird es, wenn es dann versucht wird, noch ins Deutsche zu übersetzen, was dann gar keinen Sinn mehr ergibt. Ja. Aber ich muss auch gestehen, dieses Übersetzung und Synchro. Gut, da bin ich jetzt natürlich außen vor wieder. Ich wusste ja so teilweise, okay, was wollten die eigentlich sagen in Japanischen? Ne? Da gibt es immer so Floskeln, die kennt man so nach einer Zeit. Und das haben die in Deutschen irgendwie so komisch übersetzt, wo ich mir dachte, so, ah, ich weiß nicht, ob er das jetzt so wirklich rüberbringen wollte. Das ist, nochmal so ein Punkt, wo ich mich ein bisschen schwer mitgetan habe, weil japanische Filme gucke ich eigentlich normalerweise in Original. Mit Untertitel nicht auf Deutsch. Aber das konnte ich mir ja leider nicht aussuchen. Und ich glaube, alle anderen hätten es auch ein bisschen scheiße gefunden, wenn jetzt auf Japanisch wäre. Naja, da muss ich jetzt auch sagen, das hat mich jetzt nicht wirklich gestört gehabt. Nur die Stimme von der, die aus der Stadt gekommen ist, die eben da auch diese Vorstellung, diese Präsentation mitgebracht hatte, der ihre Synchro, die war so ein bisschen, als ob die Synchronsprecherin gerade aus dem Tiefschlaf gerissen wurde und das Skript vors Gesicht gehalten wurde, hier, les mal vor. Und genau so hat sich's angehört. Also wie so eine richtige Schlaftablette auf Valium irgendwie. Eine Aber ansonsten Schlaftablette muss ich auf ganz ehrlich. Valium. Ja, das ist, wenn du eine Schlaftablette auf Valium setzt, dann hast du den Effekt. Ja, aber ansonsten fand ich das jetzt nicht wirklich schlecht oder schlimm. Klar, ich verstehe dich, gerade wenn du die japanischen Filme guckst im Original, dann hat das nochmal eine andere Dynamik. Das kenne ich ja selbst, wenn ich deutsche oder englische Filme gucke. Also im Original. Da hat es ja auch oft eine andere Dynamik, aber das hat mich da jetzt nicht wirklich gestört gehabt. Viel schlimmer fand ich dann eben so zwischendrin dann. Da wurde eine Dramatik eingebaut mit der Musik und die Kameraschwenks und alles Mögliche. Und du hast dann wirklich schon fast stellenweise wie bei Psycho so eine dramatische Musik und du bist dann schon gefühlt irgendwie voll angespannt in deinem Sitz und die Musik hört einfach auf. Einfach auf. Als ob einer den Stecker gezogen hätte. Und die Musik ist einfach auf, weg. Und du siehst dann die Person, aber trotzdem die Szene läuft noch weiter. Und du denkst dir, hä? War das jetzt gewollt? War das geplant? Hat man den Schnitt falsch gesetzt oder wie auch immer? Das war so ein bisschen, das war fast schon das Nervige daran. Das Dass war ziemlich abrupt. Musik und das Bild manchmal auseinandergerissen wurde. Ja. Ja. Es ist rum, ich habe es gesehen, ich muss ihn Wir haben nicht es mehr überstanden. wiedersehen. Und finde ich ja dann am Ende immer wieder schade, dass bei Filmen ja halt so etwas gibt. Aber was willst du machen? Ist nun mal so. Ist halt so. Ich muss gestehen, ich habe diese Woche noch einen anderen Film gesehen. Da sich ja Cengiz nicht gemeldet hat oder er sehr spät gemeldet hat, ist er leider nicht dabei gewesen, nämlich Civil War. Okay. Erzähl mal ein bisschen was davon. Der Den interessiert mich ja fand ich wirklich. gut. Und ich muss jetzt echt sagen, so nachdem ich den Film gesehen habe, der Trailer verrät ja halt echt nichts über die Story an sich, was ich auch echt gut finde, sondern die geben eher so eine Atmosphäre oder die Grundprämisse halt wieder, dass es halt einen Bürgerkrieg gibt in Amerika, dass sich zwei Staaten, Kalifornien und Florida, Nein. zusammengeschlossen haben. Kalifornien und Texas. War es nicht Florida? Oh, ich weiß gar nicht. Texas und Nee, Kalifornien. Also zwei ist Staaten ja haben sich viel zu dann weit. als Westfront quasi zusammengeschlossen und Genau, Florida ist ja auf der Ostseite und die beiden Staaten sind ja direkt okay. nebeneinander. Ich war noch nicht in den Staaten. Bei mir ist das Problem mit Geografie. Ich interessiere mich erst dann für die Geografie, wenn ich da bin. Okay. Obwohl, Deutschland habe ich immer noch Probleme. Keine Ahnung, wo Stuttgart liegt, aber egal. Ja, also die Unterhalb zwei von Berlin. Staaten. Echt? Nein. Civil War. So, die zwei Ja. Staaten tun sich halt zusammen, warum auch immer. Man erfährt gar nicht so richtig,
wo der Konflikt quasi entstanden ist, sondern du bist eher so in der Endphase von diesem Konflikt mit drin. Und du verfolgst eigentlich Kriegsreporter. Ne, so eine Gruppe an Kriegsreportern, eigentlich eine Frau, ein Mann und dann, ich habe die Namen vergessen, und dann kommt noch ein Mädel dazu, dass sich da irgendwie, die begeistert ist von ihr, weil sie da schon ganz viele Stories von sie gesehen hat und sie ist eine Legende und versucht sich damit reinzubringen und schafft es dann natürlich dann auch in diesem Team irgendwie mitgenommen zu werden. Und die haben jetzt einen Auftrag bekommen, die sollen nach DC fahren, um quasi den Präsidenten zu interviewen. Was viele andere Presseleute sagen, ey Leute, das ist ein Himmelfahrtskommando. Ne? Also jetzt nach DC zu fahren, wo jetzt quasi die Westernfront schon fast dabei ist, DC einzunehmen, würde man wahrscheinlich nicht machen. Ist eine schlechte Idee. Aber sie machen sich ja halt trotzdem auf den Weg und treffen halt verschiedene Situationen und Menschen. Also ich versuche jetzt auch nicht zu spoilern oder sowas, aber der Film ist kein Actionfilm. Also, es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, du hast jetzt ganz viele Kriegshandlungen und da sind dann ganz viele Panzer und Flugzeuge und dann macht's Krach, Bumm. Also, es ist kein Michael Bay-Film. Man merkt halt auch, dass die nicht ganz so viel Geld jetzt hatten. Also, es ist immer noch der teuerste A24-Film mit, glaube ich, 50 bis 75 Millionen, aber ja, also, da hast du jetzt nicht diesen Rieseneffekt-Spektakelfeuerwerk, sondern es geht halt wirklich auf diese Ebene, dass du sagst, okay, wir begleiten jetzt einfach diese Reporter und es geht echt auch ganz gut auf diese ethische Schiene runter, auf die ethische Ebene runter, weil die knipsen halt echt alles. Und da fragst du dich halt echt so, puh, ja, ich würde mich da schon gar nicht mehr in dieses Gebiet reintrauen, weil da wirklich überall Bomben fallen, oder Bomben ist das falsch, aber Granaten geworfen werden oder sonst was, oder Schüsse halt fallen. Und du hast da so Szene, wo einer gefesselt ist und dann angezündet wird und ja, sie stellt sich halt jetzt davor und knipst das einfach mal weg. Also da sind schon einige Sachen dabei. Also die Situationen sind schon sehr, sehr teilweise echt unangenehm. Aber man muss halt echt auch Alex Garland zugute halten, dass was du siehst, kannst du schon sagen, ist realistisch. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, so dass du sagst, okay, das ist jetzt übertrieben. Jetzt hast du da diesen Superhero, der jetzt da durchläuft und einfach im Alleingang irgendwie jetzt die feindlichen Soldaten platt macht. Hast du nicht. Also, Ja, und das ist ja eben auch das Schöne, weil du gesagt hast, das ist jetzt kein Michael Bay-Film und genau das erwarte ich von dem Film, dass er halt eher realistischer ist. Da hast du halt Fußsoldaten oder mal ein Fahrzeug oder das dann halt mit einer Granate oder mit einem Raketenwerfer irgendwie abgeschossen wird und dann explodiert halt dieses eine Fahrzeug, ohne dass da jetzt die halbe Stadt irgendwie in die Luft gejagt wird oder so. Und genau das erwarte ich auch, weil das hat in meinen Augen auch der Trailer mir so vermittelt. Ja, warte mal, ich habe dich gerade kurz nicht das Ende gehört, weil heute ist der Tag der funktionierenden Technik. Ich hab schon die ganze Zeit Probleme, euch zu verstehen. Sorry, aber Skype läuft einfach so scheiße. Nee, bei mir. Dirk ist bei mir zum Beispiel nur ein Standbild. Das ist schön. Dirk kommt und geht bei mir. Ah, Das das ist ist mal ein gut. weißes Bild und dann wieder ein Standbild und dann wieder weiß und dann wieder Standbild. Und so kommt und geht er. Ja, aber bei mir ist gerade das Problem, dass hier mein Ohrstöpsel irgendwie Batterie leer geht und ich jetzt einmal wechseln muss und die eine Seite noch nicht wirklich wieder ready war. Ey, heute ist echt so ein ganz komischer Tag, sage ich euch. Ja, wenn wir schon Aber bei beschissenen Sachen sind, ne, ja, da können wir dann dann geht's auch mal Skype noch durch. gleich mit dazu zählen. Ja, aber Civil War kann ich halt echt jedem empfehlen, der da wirklich mal einen realistischen Blick auf Kriegsgebiete haben will. Und auch die Arbeit von Kriegsreportern. Weil die sind ja auch irgendwie neutral, habe ich das Gefühl. Die laufen ja wirklich mal da bei denen mit, die laufen da mal dahin. Also die sind nicht irgendwie einer Seite zugehörig, dass du sagst, okay, die folgen jetzt nur ne, den Regierungsleuten oder halt jetzt den der Western Front oder sowas. Sondern die sind halt mal hier, mal da, mal überall. Müssen aber trotzdem aufpassen, dass sie sich halt dann nicht irgendwie selbst verzetteln. Ich meine, im Trailer hast du ja schon mal so diesen Part gesehen, wo sie dann halt schon vor einem stehen, der dann so fragt, ja, okay, wo sie dann sagen, ja, wir sind Amerikaner. Und der dann fragt, ja, was für Amerikaner seid ihr denn? Mit seinem Gewehr in der Hand. Und dann ist halt so die Frage, ja, was antwortest du denn jetzt drauf? Ich Ja. meine, das
Also wirklich sehr, sehr, sehr harte Momente auch drin. Also da werden auch einfach mal Leute erschossen, wo du denkst so, okay, gut. Also der ist nicht angenehm zu gucken. Ne? Das ist wirklich so auch so ein Film, der dir vielleicht am Ende dann so ein bisschen zu denken gibt, so, okay, ne, Krieg wird ja vor allem auch in so in Spielen oder Filmen ganz gerne auch immer so ein bisschen romantisiert, als Action-Epos oder als Helden-Epos. Ist es nicht. Es gibt einfach echt nur Verlierer, habe ich das Gefühl. Und das zeigt ja wirklich ein bisschen realistischer da. Also ich muss Es ja auch gibt. sagen, ich mag Alex Garland total gerne. Ich weiß, dass wir wahrscheinlich schon mal diskutiert haben über Auslöschung. Und wenn ich das so richtig im Kopf habe, fandest du den auch nicht so geil. Aber ich fand den zum Beispiel mega gut. Und ich fand auch Ex Machina mega gut. Also Ex bis. Machina ist fabelhaft gewesen. Ja. Ja, also der macht schon echt gute Filme und er hat jetzt hier den Auftrag bekommen für den Film und er macht das echt. Also es gibt nur eine Szene am Ende, wo ich mir denke so, ey, okay, das hätte man vielleicht sparen können. Aber ansonsten ist er durch die Bank echt, du sitzt da drin und denkst so, oh Gott, was kommt als nächstes? Oder wie kommen sie da jetzt wieder raus? Und da gibt es wirklich sehr, sehr, also da wirklich die spannend inszeniert sind, wo du echt nicht mehr weißt, okay, ja, der lehnt sich nach vorne im Sitz und hängst nur da und denkst so, okay, und ja, was passiert jetzt? Weil du hast echt das Gefühl, da gibt es keine Plot-Armor. Na, dass du sagst, okay, das sind jetzt die Personen und ganz ehrlich, denen wird schon nichts passieren. Das Gefühl hast du halt nicht. Du hast echt das Gefühl, okay, der knallt ihn gleich ab oder sie oder da passiert gleich irgendwas anderes. Und das finde ich halt echt mal spannend. Also von mir, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich gebe. 8 bis 9 hat er auf jeden Fall drin. Und Wow, okay. das ist für mich schon eine relativ hohe Wertung. Also es gibt ja auch einige, die schmeißen mit den 10er-Wertungen um sich. Ja, der Film hat mir gefallen, ja, yes, 10 Punkte. 10er-Bewertungen sind bei mir echt selten. Ich glaube, in den letzten 5 Jahren habe ich 2 Filme eine 10er-Bewertung gegeben. Also Und an das einen kann war. ich mich erinnern. Ja. Ja, den habe ich The zusammen geguckt. Soul. Das ist Soul, der immer noch sehr, sehr gut ist. Und der zweite war halt Spider-Man. Into the Spider-Verse. Oder Across the Spider-Verse. Across the Spider-Verse, ja. Ja, Across the Spider-Verse, der zweite. Den fand ich auch mega gut. Den habe ich auch bestimmt 3-mal im Kino gesehen. Und würde er nochmal im Kino laufen, würde ich mir noch ein viertes Mal angucken. Den habe ich mir bisher nur noch nicht gekauft, weil ich dann einfach auf das Dreier-Set warte und dann einfach alle 3 Filme zusammenkaufe. Wahrscheinlich warte ich da auch drauf, weil jetzt, wo du das sagst, ich habe den Into the Spider-Verse, glaube ich, auch nicht. Habe ich den? Habe ich den oder habe ich den nicht? Doch, ich habe den. Ich habe den. Da gab es eine Blu-ray-Box, wo drinne war. Und zwar eine Steelbook. Da war Into the Spider-Verse, da war Spider-Man. Far From Home, Venom Teil 1 und noch irgendwas. Ich glaube, Homecoming. Ich glaube, die 4 Filme waren in der Steelbook drinne gewesen. Und da habe ich den mit drinne. Stimmt. Ja, doch, jetzt wo ich drüber nachdenke. Oh Gott, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, doch, aber das muss auf jeden Fall eine Ding, auf jeden Fall eine Steelbook und da ist Into the und Venom Teil 1 und einer von den Tom Holland Spider-Mans. Das ist auf jeden Fall eine Viererbox. Ich weiß gar nicht, was der 4. Film war. Kann aber sein, dass es Homecoming und Far From Home war. Das klingt nach einer interessanten Mischung. Ja, halt Spider-Verse. Ja, aber verschiedene Arten von Spider-Verse. Ja. War auch günstig gewesen. Habe ich im Müller gefunden gehabt und hatte gekostet gehabt, ich glaube, 19 € oder so. Das heißt also, am Ja, Ende gut. waren es 5 € pro Film. Ja, dann kann man das so mitnehmen, das stimmt wohl. So. Habe ich noch was geguckt? Komm, hier, ich hau direkt den nächsten raus. Ich bin immer noch bei Shogun dran. Shogun hat noch eine Folge, dann ist es durch. Ist die Serie auf Disney Plus, wo es halt um die Sengoku-Zeit geht. Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel fachsimpel, weil
Es ist eine Romanverfilmung von Name ist weg, Steve Campbell, irgendwie sowas hieß der gute Mann. Gab auch schon mal eine Serie drüber, aber jetzt die aktuelle Serie ist Sehr, natürlich sehr dann lange auf Zeit mit Richard Chamberlain damals. genau, ich wollte gerade sagen, ich hatte irgendwann mal so eine uralte Serie auf Blu-ray in der Hand, die hieß auch Shogun von 1980, habe ich gerade Ja. herausgefunden. Ja. So, James Clavell heißt der gute Autor. So. Finde ich gut. Es ist, oh Gott, wie erkläre ich das am besten? Das ist die Sengoku-Zeit. Das ist die Zeit der streitenden Reiche. Also zu dem Zeitraum gab es halt keinen Machthaber, also keinen richtigen Machthaber in Japan, sondern es gab sehr viele kleine Clans, die sich untereinander natürlich bekriegt haben und dann halt ein Kriegsherr, der Daimyo oder Nobunaga gesagt, okay, ich wage es einfach jetzt, die anderen zu unterwerfen, um quasi das Reich wieder zu einigen. Hat er nicht ganz geschafft bis zum Schluss, weil er dann in Hinterhalt geraten ist, weswegen er dann Selbstmord begangen hat, wurde dann gerächt von Toyotomi Hideyoshi, der dann quasi die ihn verraten haben, dann den Clan ausgelöscht hat und dann war er quasi erstmal der stärkste, wichtigste Daimyo gewesen, auch für einige Jahre. Jetzt liegt er auf dem Sterbebett und sein Sohn ist allerdings zu jung, um quasi seine Nachfolge anzutreten. Deswegen kreiert er eine Gruppe aus 5 Leuten, 5 Regenten quasi, die zusammen dann das Land so lange unter Kontrolle haben, bis halt sein Sohn alt genug ist, um die Nachfolge anzutreten. Und unter diesen 5 Leuten beginnt natürlich dann so ein bisschen dieser Zwiespalt etc. Darunter hast du jetzt im Original ist es Tokugawa Ieyasu, in der Serie ist es Toranaga Yoshi und dir wird dann halt Sachen vorgeworfen. Einfach so, ja, okay, bei dir ist der Thronerbe ist quasi bei dir auf der Burg, du hältst ihn als Geisel, also die haben wirklich dann Sachen genommen als Vorwand, um zu sagen, okay, ja, wir schließen ihn aus und wir richten ihn am besten direkt hin. Ja, und natürlich lässt er das nicht einfach mit sich machen, sondern versucht dann auch, sich da irgendwie wieder intrigieren ist falsch, aber rauszuholen, beziehungsweise dann auch gegen die anderen vorzugehen. Also dann spielt er noch drin, der Engländer, oh, Adam Williams heißt dann Original, wie heißt er hier? Das Problem ist bei der Serie, ich denke die ganze Zeit immer an den Originalleuten, statt jetzt an den Film- beziehungsweise Buchleuten. Weil der Autor hat halt gesagt, das ist fiktiv. Der hat sich zwar sehr an wahre Begebenheiten und wahre Personen gehalten, hat die aber nicht direkt so benannt, sondern hat dann einfach gesagt, okay, das sind fiktive Leute und da muss ich mich auch nicht 100 pro immer an alles halten, dass dann mir irgendjemand aufs Dach steigt und sagt, ey, nee, aber das war ja gar nicht so. Jedenfalls kommt noch ein Engländer dazu, die dann mit ihrem Schiff da schon eigentlich komplett am Arsch ist, irgendwie in Japan dann doch irgendwie landen. Zu dem Zeitpunkt wusste England keine Passage nach Japan, weil die Portugiesen das quasi für sich so ein bisschen ausgemacht haben. Und die Portugiesen natürlich ihren Seeweg nach Japan geheim gehalten haben, weil die natürlich alleine Handel treiben wollten mit Japan. Und jetzt kommt er natürlich dazu. Er ist auch noch Protestant. Die ganzen Portugiesen sind natürlich Katholiken. Das heißt, die verstehen sich auch gar nicht so wirklich. Er kann null Japanisch. Die Portugiesen können mittlerweile Japanisch. Stellen ihn also auch als Pirat so ein bisschen hin, damit er ja schnell hingerichtet wird. Und kommt dann aber trotzdem in die Gunst von Toranaga, der dann ihn auch in sein Gefolge aufnimmt. So, und die beiden zusammen mit Übersetzerin, versuchen natürlich dann das Blatt ein bisschen zu wenden. Oh Gott, wie erklärt man das am besten alles, ohne dass ich jetzt zu geschichtlich werde und zu viel Ja, hast du verrate? eigentlich, hast ja eigentlich alles erzählt. Also Also oberflächlich betrachtet ist die da ja jetzt Serie alles drinne. selbst basiert halt wirklich, also beinhaltet sehr viel mit, okay, politischen Gefüge. Na, wenn man sich ein bisschen mit dem japanischen System auskennt, ist man wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser mit drin, aber es ist auch so in der Serie relativ einfach erklärt, wer jetzt wer ist. Natürlich kriegst du dann nochmal so ein paar Punkte mit dazu, wenn dann genannt wird, so, okay, das ist die Tochter von den und den. Dann weiß ich so, oho, okay, das ist die Tochter von den und den. Und die anderen, wer ist das? Also ein bisschen, na, Geschichte ist da, Vorwissen ist nicht verkehrt, aber ist jetzt auch nicht tragisch, wenn man es nicht kennt. Wo wollte ich jetzt ansetzen?
sehr, sehr viel ist halt auf diese politische Ebene. Man denkt ja immer so am Anfang so, okay, warum hat das Ding überhaupt eine 16er-Version, bis sie wirklich mal anfangen, sich gegenseitig zu beschießen. Dann weißt du, warum das Ding ab 16 ist. Es gab da mal so einen schönen Kanonentest. Also ich weiß nicht, wenn ihr Napoleon gesehen habt, da gab es am Anfang eine Szene, wo das Pferd von Napoleon von der Kanonenkugel getroffen worden ist. Und das war Nee. ein schöner Splatter-Moment, sagen wir es mal so. Und so hauen die da wirklich auch durch. Also so ähnlich. Also die schießen auch Kanonenkugeln ab und dann fliegen da ein paar Pferde und ein paar Leute durch die Gegend und dann siehst du die Überreste dann quasi auf diesem Schlachtfeld über verteilt. Also, da weiß man dann schon teilweise, warum das Ding dann ab 16 ist. Also die halten Ich da auch kenne jetzt das nicht von weg. Gemetzel von Mel Gibson, der Patriot, wo sich Südstaaten gegen Nordstaaten oder wie war das gewesen, auch gegenüberstehen und mit den Kanonenkugeln sich gegenseitig bekriegen und abschießen. Das war auch ein ganz guter Splatter-Moment gewesen. Oder wenn du so Hacksaw Ridge oder sowas gesehen hast. Ne? Das war auch sehr schön. Ja, eine Folge gibt es noch. Ich bin, weiß ich nicht, die Folgen gehen immer eine Stunde. Theoretisch weiß ich aus der Geschichte her, wie das ausgehen muss. Weil, außer die machen jetzt ein komplett anderes Ende, was mich wundern würde. Wenn sie sich an der Geschichte halten, dann weiß ich ja eigentlich, wie das ausgehen muss. Und da frage ich mich, wie willst du das in eine Folge noch packen? Weil die Gar nicht, Showrunner. weil ich denke mal, bei dem Erfolg, das die Serie aktuell hat, gehe ich davon aus, dass die sogar eine zweite Staffel noch machen. Nee, machen sie nicht. Also die Ehrlich? Showrunner haben direkt gesagt, okay, wir haben jetzt das quasi inhaltlich alles abgehandelt. Mhm. Wir wüssten gar nicht, was wir in der zweiten Staffel überhaupt machen sollen. Okay. Also es gibt nur diese eine Staffel und die ist wohl dann final. Mich wundert es halt jetzt, okay, wie, da müssen sie ja einige Sachen ziemlich schnell durchziehen, damit sie das noch durchkriegen. Dann Gut, sind die aber weniger auf Kriegshandlung aus, statt auf das Politische. Weil eigentlich fehlt noch eine große Schlacht. vielleicht enden die ja auch an irgendeinem Punkt und der Rest ist eine Texteinblendung. Also das gibt es ja auch immer, dass man sagt, von irgendeiner Begebenheit, Epoche, was auch immer, wird bis zu einem gewissen Punkt erzählt, der sich eignet für einen Abschluss und danach steht dann quasi, ja, und 3 Jahre später war alles ganz anders und alle tot. So ungefähr, das gibt es ja auch hin und wieder. Eigentlich Oder die fehlt letzte noch. Folge geht 2 Stunden lang Oder so vielleicht, ja. Ja. und wird nochmal ein bisschen Zeit rausgekitzelt. Weil eigentlich fehlt ja noch eigentlich die abschließende große Schlacht, die das alles entscheidet. Die ist noch nicht mal angedeutet. Eigentlich fehlt noch Sekigahara. Aber na gut, vielleicht lassen sie das auch ein bisschen aus. Bisher haben sie auch die ganzen Kriegshandlungen eher jetzt nicht so ausführlich gezeigt. Also hätte sie wahrscheinlich auch einen halben Kriegsserie draus machen können, dass sie sich gegenseitig immer abschlachten. Aber sie haben sich eher auf dieses Politische konzentriert. Also das Machtgefüge untereinander. Ja, ich bin gespannt. Also eine Folge, die kommt am Dienstag raus und dann weiß ich, wie es endet. Und dann muss ich ganz schnell Disney Plus wieder kündigen, weil ich will nicht nochmal einen Monat. Ich habe das extra so gelegt, dass ich die letzte Folge noch gucken kann und dann müsste das Ding auch auslaufen. Gleich Und gut kündigen. ist. Ja, klar, ja, musst du ja auch. Streamingdienste sind mittlerweile so teuer geworden, dass du gar nicht mehr sagst, okay, ja, dann lasse ich halt mal so zwei, drei nebeneinander laufen. So viel Zeit Ja, hast du ja, nicht, ja. alles zu gucken. Und du hast natürlich dann den Luxus, dass du dir alles auswählen kannst, worauf habe ich denn heute Lust, aber das kostet dich alles ein Schweinegeld. Ich habe bis Ja. heute, obwohl es ja jetzt eigentlich schon genug Zeug drauf gibt, was mich interessieren würde, mir nicht nochmal Netflix geholt, weil ich will nicht diese SD-Werbedingsbums-Abo da haben, das günstigste, was sie haben, sondern ich hätte schon ganz gerne eine ordentliche Qualität. Und dann legst du da mal 18 bis 20 € quasi für einen Monat auf den Tisch als Einzelperson. Schnäppchen. Ja, und das ist mir dann doch ein bisschen zu viel dafür, dass ich dann vielleicht in dem Monat eine Serie schaffe. Da müssen wir wirklich hinsetzen und einen Monat komplett durchgucken. Und da gab es ja noch ein paar Sachen, die ich gucken wollte. Okay, Rebel Moon weiß ich nicht. Die Kritiken bisher sind ja eher so verhalten. Jetzt auch von den zweiten Filmen sind die Kritiken eher nicht so überragend, dass sie sagen so, boah, cool, das muss man jetzt angeguckt haben. Ich würde mir One Piece noch angucken, ich würde mir Avatar angucken. Ja gut, und Black Mirror. Also es gibt da schon so ein, zwei Sachen, wo ich sage, okay, die wären interessant, aber bisher noch nichts, wo ich sage, okay, das lohnt sich dann, die 20 € zu investieren. Ich habe jetzt da einige Monate, ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr jetzt, ja, über ein halbes Jahr, kein Netflix mehr. Und
Ich muss Stand jetzt sagen, dass ich Netflix tatsächlich nicht vermisse. Ich habe halt noch die anderen. Mit anderen meine ich halt, ich habe halt als mein Hauptabo, so nenne ich das mal, das, was ich eigentlich tagtäglich benutze, ist halt immer noch Sky. Ich habe Sky. Und das Schöne an Sky ist, da habe ich ja auch das HBO automatisch mit dabei, mit dem Exklusivvertrag, das sie hier in Deutschland haben. Somit wird da schon sehr viel abgedeckt. Und ich habe auf einen Arbeitskollegen hin, weil er gemeint hat, ob ich die Serie kenne. Und das findet er eigentlich ganz cool. So cool, dass er jetzt gerade angefangen hat, zum zweiten Mal die zu gucken. Ich habe mit True Blood angefangen. Ja, ist jetzt nicht unbedingt die Serie, die mich jetzt wahnsinnig vom Hocker hauen tut, aber das ist wieder so eine typische Serie. Abends, wenn ich mich ins Bett lege und ich bin müde, dann gucke ich das auf dem Tablet, und wenn ich einpenne, penne ich ein. Und dann gucke ich halt am nächsten Tag, spule ich bis dahin, wo ich es noch mitbekommen habe, und gucke die Folge halt fertig. Und so bin ich jetzt, ich weiß nicht, ich habe vor einer Woche angefangen und habe gerade mal 3 Folgen geschafft. Süß. Lässt sich gucken. Die Thematik ist recht interessant. Die Staffeln und die Episoden sind recht überschaubar, so dass ich das fürs Schlafen gehen ruhig mal nutzen kann. Und dann habe ich halt eben mit dem Sky habe ich automatisch ja auch noch das Paramount Plus mit dabei, wo ich dann jetzt die Yellowstone durch habe. Eine Serie, wo von extrem gut bis, oh Gott, was habt ihr euch denn da wieder einfallen lassen, wirklich alles mit dabei ist. Und dann habe ich halt auch noch Prime. Prime und Disney Plus, ja, die habe ich noch. Hast ja genug. Ja, gut, Prime sage ich mal jetzt für einen jährlichen Beitrag, und weil ich halt Amazon auch noch hier und da nutzen tue, hast du es halt automatisch mit dabei, so ist es bei mir zumindest. Ja, Disney Plus habe ich halt nebenbei auch noch so Augenzwinkern. Auch noch so. Da kannst du ja schon gut gucken. Ja, interessiert mich tatsächlich aktuell überhaupt gar nicht. Ich würde es nur aus dem Nostalgiefaktor gerne mal gucken wollen, weil ich kenne die Serie noch von früher, weil mein Bruder hat Shogun damals geguckt und hat das geliebt gehabt. Und da habe ich als kleiner Stopfen halt mal mitgeschaut gehabt, weil als Kind, wenn du dann der Jüngste von deinen Geschwistern bist und dich hinten anstellen darfst, wenn die Großen was gucken, und da guckst du natürlich, also so war es bei mir, guckst du freiwillig das mit, was deine großen Geschwister gucken, nur um halt auch Fernsehen mitgucken zu dürfen. Und da habe ich halt eben sehr, sehr, sehr viele Serien querbeet, habe ich halt in meiner Kindheit schon mitbekommen gehabt, und da gehört Shogun eben auch mit dazu. Ich würde es tatsächlich nur aus dem Nostalgiefaktor mir antun wollen, um zu gucken. Ich habe zwar schon ein, zwei andere Stimmen mitbekommen, die gesagt haben, Shogun ist der Wahnsinn, musst du unbedingt gucken, aber zieht mich nicht wirklich dazu. Was mich viel mehr dazu gezogen hat, wofür ich jetzt aber so kurzfristig nur, eigentlich noch nicht bereit war, aber weil Kumpel von mir das jetzt angefangen hat und hat gemeint, musst du gucken. Und er fand die ersten 2 Folgen fand er so schrecklich, hat gemeint, er kann mit dieser Serie überhaupt nichts anfangen, und er versteht überhaupt gar nicht, warum das auf Platz 1 ist und wieso das Ganze, und hat mir dann aus diesen 2 Folgen so viele Momente aufgezählt, wo ich dann am Ende, also er hat so einen Monolog gehalten über, wie schlecht doch die Serie ist, und bei mir sind eigentlich die Augen immer größer geworden, und dann habe ich einen Monolog darüber gehalten und habe gemeint, jede Szene, die er mir jetzt beschrieben hat, habe ich ihm aus meiner Perspektive erzählt und habe gesagt, allein das, was du alles so scheiße findest, hat mich jetzt so geil auf diese Serie gemacht, dass ich mich dann am nächsten Tag tatsächlich hingesetzt habe und habe schon die erste Folge geschaut, zweite Folge. Ich bin jetzt schon bei der fünften oder sechsten Folge, und zwar geht es um Fallout. Ich hab's fast gedacht, ich hab's fast gedacht. Die Serienverfilmung, die Real-Life-Serie zur Videospielreihe Fallout. Ich muss dazu sagen, ich war nie der große Fallout-Spieler. Ich bin zu Fallout auch erst dazu gekommen auf der PlayStation 3 mit Fallout Teil 3. Und das ist ein Ego-Shooter,
den ich müsste lügen, mindestens zwei, wenn nicht sogar dreimal, jedes Mal von neuem begonnen hatte, weil jedes Mal so viel Zeit vergangen war, dass ich schon gar nicht mehr wusste, beziehungsweise, naja, komm, so weit warst du noch nicht gewesen, beginnst einfach nochmal den Save Point von ganz von vorne und spielst nochmal. Und ich glaube, dreimal habe ich das Spiel begonnen und war gefühlt jedes Mal genauso weit wie bei den vorherigen Malen. Also ich habe es nie durchgespielt und ich habe es auch nie weit gespielt, aber ich bin so weit, dass alles, was er so negativ aufgezählt hatte aus dem Spiel, ich das aus meiner Warte ihm zurückadressieren konnte. Und als ich ihm das alles erklärt hatte, hat er gemeint, der siehste, für einen, der einen Bezug zu dem Videospiel hat, der muss die Serie ja richtig geil finden. Und so wie du mir jetzt gerade alles erklärt hast, macht das für mich einen ganz anderen Sinn und habe jetzt tatsächlich Bock, doch weiterzuschauen. Also so nah beieinander kann das Ganze liegen, ob du etwas scheiße findest oder ob du etwas gut findest. Und da hat sogar mein Halbwissen dazu geführt, ihm die Serie wieder schmackhaft zu machen und doch dran zu bleiben. Und das aus einem ganz anderen Zockerauge, sage ich mal, zu betrachten. Das ist echt interessant, weil ich habe Folge 1 auch gesehen. Ich habe die Spiele nie gespielt, keinen von denen. Also ich habe null Bezug eigentlich zu den Spielen. Ich weiß ungefähr, worum es geht. Ne? Du bist ja irgendwie wurden mehrere Bomben geworfen, wahrscheinlich Atombomben, und deswegen ist so ein Teil in diesen Vaults drin, also in diesen Schutzbunkern, und ein Teil ist wahrscheinlich dann noch außerhalb. Ich habe da keine Ahnung von der Komplettthematik, weil ich die Spiele halt nie gespielt habe. Ich habe da auch keine Ahnung von diesen ganzen Easter Eggs, die sie vielleicht eingestreut haben. Also ich gucke jetzt einfach nur die Serie und verlasse mich darauf, dass die Serie auch alleine funktioniert. Und bisher die erste Folge hat mir eigentlich gefallen. Ich fand die eigentlich cool. Ohne dass Ja, ich aber jetzt sagen muss, okay, ich habe jetzt die Brille auf, weil ich weiß das aus den Spielen. aber nichtsdestotrotz möchte ich vielleicht noch den Bonus bei dir mit einstreuen, dass du halt eben auch Zocker bist und du dich halt in, du kannst so etwas adaptieren, das, was du siehst, und wenn du weißt, dass es von einem Videospiel, dass diese Serie kommt, dass du das, was du da siehst, gut adaptieren kannst und zuordnen kannst. Ja, natürlich rennen die in so komischen Gummianzügen rum, weil die da aus dem Bunker kommen. Und ja, natürlich sind da irgendwelche radioaktiv verseuchten Ghule und Monster und was weiß ich, die da rumrennen, wo du sagst, was für ein Scheiß, was rennen denn da für Leute rum? Aber du als Zocker findest halt diese Welt schon wieder cool, weil du so eine Welt ja vielleicht, auch wenn du kein Fallout gespielt hast, vielleicht in fünf anderen Videospielen rein, wo so eine Thematik auch da ist, überall irgendwo mal mitbekommen hast. Ich musste zum Beispiel denken, obwohl es jetzt bald einen Kinofilm dazu gibt, ist für mich Borderlands auch sehr naheliegend. Es ist zwar mehr comichafter, aber im Grunde bist du ja fast in derselben Welt, könntest du fast schon sagen, weil da genauso postapokalyptisch nach der nuklearen Katastrophe und alles ist zerstört und da rennen Monster rum und was weiß ich und entstellte Menschen und hast du nicht gesehen, die auf der Suche nach dem nächsten großen Schatz oder nach der nächsten besseren Waffe sind. Also dir ist es da nicht fremd und du kannst das Ganze zuordnen und dann eben auch sagen, ja, finde ich cool, ist gut gemacht. Ja, also ich spiele eigentlich weniger in die Richtung. Vor allem diese ganzen Ego-Shooter, also das spiele ich halt nicht. Also wenn ich was spiele, ist es dann eher doch Fallen Fantasy, also eher ein anderes Fantasy-Setting mit rein. Aber ich habe auch kein Problem mit Fantasy. Das ist vielleicht der Vorteil von mir, dass ich nicht sage, oh, da ist ein Ghoul, was ist denn das für ein komischer Typ? Das funktioniert ja gar nicht, das ist ja gar nicht realistisch. Sondern ich meine, okay, das ist ein Ghoul. Gut, der ist jetzt halt so entstanden und gut ist. Ne? Also ich kann dann vielleicht Sachen eher akzeptieren, als wenn du da dran gehst und sagst so, nö, aber das ist jetzt aber scheiße, dass der da ist. Ich finde sogar den Ghoul eigentlich bisher cool. Er hat zwar bisher in der ersten Folge nur relativ wenig Screentime gehabt, aber von seiner Art her bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ich muss ja auch gestehen, ich musste diese Folge, die habe ich geteilt. Also die Folge kannst du auch relativ gut teilen, weil am Anfang hast du Lucy und dann kommt ja diesen Cut, wo es dann um Max geht oder keine Ahnung, wie jetzt nochmal weiter heißt. Da habe ich dann gesagt, okay, das ist jetzt ein perfekter Cut. Na, jetzt hast du dann einen anderen Charakter, der jetzt eingeführt wird, und dann cutte ich jetzt einfach dazwischen und dann gucke ich dann morgen oder übermorgen da weiter. Ja, am Ende kannst du ja fast sagen, es sind drei, bis jetzt drei Story-Stränge,
Einmal Lucy, dann Maximus, Max, seine Geschichte wird erzählt und dann die von dem Ghoul, der früher mal ein Cowboy war, beziehungsweise ein Schauspieler, der einen Cowboy gemimt hat. Und dem seine Geschichte wird ja dann auch noch erzählt. Wobei seine Geschichte ist immer noch sehr hinten dran, da wird noch nicht so viel verraten. Ja gut, aber Aber mit ihm für bist du mich ja sind eigentlich das. eingestiegen. Ne, die erste Folge beginnt Ja, ja ja. quasi mit dem Cowboy und wo sie da Genau. auf dieser Party da waren und dann die Atompilze überall hochkamen und die gefragt hat, ja, warum machst du immer so diesen Daumen hoch? Ja, musst halt den Daumentest machen, ne? Und wenn der Pilz größer ist als dein Daumen, hast du ein Problem. Dann Ja. Ja, aber seine Intention, warum er halt noch da ist, warum er das geworden ist, was er jetzt ist und was er noch, also sein Arc wurde ja noch gar nicht so wirklich erzählt, wonach er hinterher ist, was seine Aufgabe noch bei dem Ganzen ist. weiß Aber ja gar ich habe nicht. halt so das Gefühl, ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass die drei irgendwie am Ende aufeinander angewiesen sind. Und die drei, die werden dann praktisch diesen Storystrang zu Ende bringen. Das ist Also jetzt so mein Gefühl, ohne dass ich da jetzt mehr weiß. die erste Staffel hat 8 Episoden. Eine Staffel 2 ist schon angekündigt. Also ja, mal gucken. Habe ich jetzt Lust bekommen, die Spiele zu spielen? So teilweise, aber ganz ehrlich, nicht so krass. Sie sagen, oh geil, jetzt kaufe ich mir Fallout. Natürlich wird dir jetzt Mit überall jeder. angezeigt, wenn du jetzt Xbox anmachst, also ich spiele ja meistens über Xbox, dann hast du direkt so an der Startseite so einen Kachel, ja hier Fallout, bla bla bla, weil es halt jetzt gerade auch ein Gespräch ist und die meinen halt, okay, cool, Ja. da kann ich jetzt sowas verkaufen. Aber ich spiele dafür einfach viel zu selten mittlerweile. Ich Also ich spiele ja eigentlich nichts mehr. Deswegen kaufe ich auch hab nichts schon mehr, auch wieder wenn es das, ich interessant habe aussieht. schon wieder das Problem, dass mit jeder Folge, wenn ich es gucke, ich schon wieder Lust habe, das Spiel zum vierten Mal zu beginnen und dieses Mal vielleicht mal durchzuspielen. Aber ich weiß halt, wie viele Stunden in einem Fallout-Spiel vergehen können. Und das sind nicht wenige, weil du halt massiv viele Aufträge hast, die du annehmen kannst, also mit jede Menge Sidequests und alles und die Entwicklung, die Charakterentwicklung in so einem Spiel. Und das ist halt, wo ich dann schon wieder ein bisschen abgeschreckt bin. Bock Ja. hätte ich, aber zu viel Zeit. Ich habe ja auch so ein Spiel, was ich, glaube ich, x-mal angefangen habe auf x verschiedenen Plattformen und bis heute nie weiter kam als die Donnersteppe. Das ist Final Fantasy X. Obwohl ich die Story cool finde, ich finde das Setting cool, ich finde die Charaktere eigentlich cool. Aber ich habe irgendwann immer so einen Punkt gehabt, wo du dann einen Zeitraum nicht mehr gespielt hast, weswegen auch immer. Und dann denkst du so, ja, okay, ich habe wieder alles vergessen, ich muss eigentlich wieder von vorne anfangen. Und dann fängst du wieder von vorne an. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das angefangen habe. Ich habe es für die PS2, ich habe es für die PS4, ich habe es für die Xbox mal gehabt. Also, nee. Also, keine Ahnung. Schwierig. Ja. So, Davon abgesehen bin ich sowieso gerade wieder in so einer Zeit, wo ich wesentlich mehr zocke, als dass ich Filme oder Serien gucke. Das streue ich immer, die Serien streue ich so noch ein bisschen ein. Und Filme, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich die Sneak nicht hätte, dann hätte Stand jetzt, wäre mein Filmpensum noch wesentlich weniger bis gar nicht. Also ich bin gerade schon wieder so, dass ich mehr zocke und weniger spiele. Weniger schaue. Na, So rum. ja, ich weiß gerade gar nicht, was ich mit meiner Zeit mache. Irgendwie ist der Tag rum und du überlegst dir, ja, was hast du denn eigentlich den ganzen Tag gemacht? Eigentlich hast Oh, doch, doch. du wolltest, du hast vor 2 Wochen mal Fotos geknipst. Die wolltest du vielleicht irgendwann mal bearbeiten oder überhaupt mal angucken. Die sind immer noch auf der SD-Karte. Ich war im Februar, wie gesagt, in Japan gewesen, 2 Wochen. Die Fotos sind auch noch alle auf der Platte. Ich habe davon noch kein einziges irgendwie angefasst. In Februar war ich auch noch eingeladen gewesen auf eine Hochzeit, wo ich dann auch noch Fotos gemacht habe. Von denen habe ich auch nur einen Bruchteil irgendwie bearbeitet. Also ich frage mich den ganzen Tag, was machst du eigentlich? Außer jetzt mit euch hier zu hängen und mich gut zu unterhalten. Irgendwie vergeht die Zeit, sie rinnt hinfort und irgendwie bleibt nichts übrig. Ich muss sagen, ich merke das in letzter Zeit immer, gerade unter der Woche ist man mega in so einem Tritt drinne. Man steht halt früh auf, gehst zur Maloche, kommst nach Hause, bist eigentlich kaputt. Dann kochst du dir was, isst das, haust dich nochmal aufs Sofa, guckst irgendwie 2 Stunden Fernsehen. Ich versuche jetzt immer noch einen Spaziergang zusätzlich zu machen. Und dann gehst du wieder pennen. Und dann geht das Gleiche von vorne los.
Ja, bis zum Im Wochenende. Und Groben bei und mir gibt es Ganzen, kein ja. Wochenende. Ja, bei mir Ja, ist am deine Wochenende dann Arbeitssituation eher so, ist dass eh wir ganz Leute anders da. besuchen. Ach so. Nee, jetzt habe ich verstanden, ich es nicht. Ich habe gemeint gehabt, deine Arbeitssituation ist sowieso eine ganz andere als bei uns. Ja, Ja. klar. Also eigentlich könnte ich ja den ganzen Vormittag was machen, ne? Also ich fange ja meistens erst abends an, so ab 15 Uhr, vielleicht 14 Uhr mittlerweile, oder halt am Freitag, Samstag, so ab 17 Uhr. Aber vorher weiß ich gar nicht, ist die Intention nicht, weil ich habe irgendwie keinen Bock, irgendwie was anzufangen und dann ständig auf die Uhr gucken zu müssen, weil okay, du musst ja aber gleich los. Das ist, Was ich jetzt mal so ein bisschen so als Standard mit reingenommen habe, ist, dass ich vielleicht mal täglich eine halbe Stunde Beat Saber spiele, damit ich ein bisschen Sport treibe, nenne ich es einfach mal so. Also, es ist auch ja ein Videospiel, aber verbraucht dann nur noch mal ein, zwei Kalorien und dann ist vielleicht gut. Aber ansonsten Aber habe ich. ich muss auch sagen, dieses, was du da gerade schilderst, das hat mich früher auch immer angekotzt. Ich habe ja auch schon Jobs gehabt, wo es einen Früh- und einen Spätdienst gab. Und wenn du den Spätdienst hattest und du bist halt um 8 aufgestanden und musstest irgendwie um 11 oder 12 zur Arbeit, die 3 Stunden, die waren eigentlich für'n Arsch, weil du die ganze Ja. Zeit damit gelebt hast, dass dir die Arbeit noch bevorsteht. Genau. Also da bin ich auch dabei. Ich würde viel lieber vormittags früh arbeiten gehen, abends nach Hause gehen und nach abends hinaus kann ich viel mehr Freizeit ausüben, als wenn ich abends arbeite, spät nach Hause komme und dann am nächsten Tag mittags auf die Arbeit müsste, weil ich würde den ganzen Vormittag würde ich nur mit Schlafen verbringen. Tja, Dann wäre ich, da wäre ich, da wäre ich wahnsinnig unproduktiv. bin ich ja. Die Sache ist ja, ich bin doch nicht mal so, dass ich jetzt auf der Couch sitze und weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe genug Zeug, was ich irgendwie anfangen wollte und machen wollte und tun wollte. Aber dann kannst du dich schon gar nicht mehr überlegen. Dann kannst du dich nicht entscheiden, was nehme ich jetzt? Und dann überlegst du auch so, okay, ja, du hast jetzt noch 3 Stunden, du wolltest noch duschen, noch was frühstücken, ja. Hast du vielleicht noch 2 Stunden dann übrig? Ja, mal gucken, was in 2 Stunden machst du. Dann machst du am besten gar nichts, sondern hängst auf der Couch und scrollst. Keine Ahnung. Oder machst du irgendeinen anderen Bullshit. Nichts Sinnvolles jedenfalls. Oder machst, wenn du Glück hast, mal einen Spaziergang, dass du sagst, okay, du kommst ein bisschen an die frische Luft, falls nicht hier wieder Wintereinbruch ist. Ja, aber du machst nicht so viel Produktives. Da bin ich dann wirklich so Ja. einer, der dann wirklich nachts nach Hause kommt. Also unter der Woche ist das eher so 11 Uhr und dann mache ich halt noch was bis 2, 3 und dann gehe ich ins Bett. Das ist komisch. Ja, da haben wir doch aber auf jeden Fall mal wieder ein bisschen was abgearbeitet, würde ich sagen, oder? Ja, nur von Nils haben wir nicht so viel gehört, außer dass er alles scheiße findet. Aber mittlerweile, Wieso? jetzt haben wir fast 2 Stunden voll. Für die letzten Ich fünf wollte gerade Minuten sagen, gehören wenn ich. Nils. Wenn ich dir, aber wenn ich euch jetzt noch erzähle, was ich geguckt habe, dann sitzen wir bis morgen hier. Also Ja, ich habe nee, schon ist auch schlecht. viel geguckt. Aber dann lass mich eine Sache sagen. Ich habe nämlich mal wieder eine Apple TV-Serie komplett durchgeguckt. Und okay. zwar heißt Silo. die The New Look heißt die. Okay. The new look. Okay. Und da geht es um Christian Dior und Coco Chanel. Im Ah, von okay. den Nazis besetzten Paris. Und was die quasi da so gemacht haben während der Besatzung und wie die danach oder beziehungsweise wie Christian Dior danach sein Haus aufgebaut hat. Und ich fand die wieder mega geil mit echt geilen Schauspielern. Also Christian Dior wird gespielt von dem, ich komme gerade nicht auf den Namen, der spielt Orson Krennic bei Rogue One, A Star Wars Story. Ah, Ding, Oscar Isaac. Nee, Nein, 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 Oscar nein, nein. Isaac ist Poe Nein. Dameron, warte. Ja, genau. Sorry. Ja. Bin ich raus. Warte, ich hab's gleich. Ben Ich und Mendelsohn. Namen. So. Ja, genau. Von denen habe ich Ben gehört. Mendelsohn, okay. Ja, und ich finde, der macht das mega gut. Also, der Christian Dior in der Serie ist halt eher so ein sehr sensibler Typ, so ein bisschen verschüchtert irgendwie. Also halt quasi das komplette Gegenteil von Orson Krennic bei Star Wars. Und ich finde, man kauft ihm das mega ab. Und ich fand die Serie wirklich echt gut, auch wenn man sich nicht für Mode so interessiert. Also,
War auf jeden Fall wieder eine super hochwertige, geile Serie, die uns echt Spaß gemacht hat. Ich muss echt gestehen, Apple TV Plus ist der Streaming-Anbieter, den du ständig hinterhergeworfen bekommst, habe ich das Gefühl. Oh, du hast eine PlayStation, kriegst ein halbes Jahr Apple TV Plus. Oh, du hast einen LG-Fernseher, kriegst 300 Apple TV Plus. Gerade so, oh, du hast eine Xbox, kriegst 300 Apple TV Plus. Also ich brauche das gar nicht überhaupt zu kaufen, das Zeug. Ich krieg's ja irgendwie über irgendwas, irgendeine Aktion immer. Ich Ja, meine, da gibt es auch also noch ein paar Sachen, die ich noch gucken wollte. bei mir ist es halt so, das ist beim Apple One-Abo ja so mit dabei. Ja gut, dann Also, klar. ne, und das ist halt immer sowas, was ich glaube, was auch ein großer Vorteil von Apple TV Plus und Amazon Prime ist, beziehungsweise Prime Video, ist halt, dass du die so mit dabei hast. Weißt du, also die leben jetzt gar nicht von Leuten, die sagen, ich hole mir jetzt explizit diesen Dienst, so wie das bei Netflix ist. Sondern, ja gut, das habe ich dann halt auch so dabei und dann gucke ich halt auch mal rein. Also das, glaube ich, auch der größte Vorteil, den Amazon Prime hat auf dem Streaming-Markt, ist halt, dass die Leute sagen, ja gut, ich will hier den, ich will den Versand haben und dann habe ich halt auch noch den Streaming-Dienst dabei. Deswegen stört es mich bei Prime gerade auch gar nicht so hart, wie vielleicht andere, Oh. dass da am Anfang jetzt zwei Spots kommen. Andere sagen so, ey, ich habe dafür Ja. bezahlt und ich muss jetzt noch Werbung gucken, finde ich scheiße. Ich denke so, okay, ja, das sind zwei 15-Sekunden-Spots. Das, Ich habe auch kein YouTube genau. Premium, da muss ich auch die ganze Zeit Werbung irgendwie reinziehen. Aber ja, das halte ich noch aus. Das sehe ich genauso. Also für das, was ich es nutze, wenn ich da auf Prime jetzt am Anfang so einen 10-15-Sekunden-Clip habe und innerhalb einer Folge eine Unterbrechung mit einem Clip, und oftmals ist es ja, es ist ja keine Konsumerwerbung, sondern einfach nur Werbung für weitere Prime-Produkte, also für irgendwelche Serien oder Filme, die gerade auf Prime laufen, habe ich damit überhaupt kein Problem. Stört mich Nö, überhaupt gar nicht. ich bekomme Consumer-Werbung, ich bekomme Tchibo und sonst einen Scheiß. Aber na gut, aber dann halt Ehrlich? die kurze Version. Ehrlich? Nee, Dann nicht die habe ich bis jetzt noch nicht ein Zwei-Minuten-Spots, die du dann einziges halt Mal im gehört. Fernsehen hast, sondern wirklich dann hier wirklich Nee. sehr, sehr runtergecuttet. Also ich glaube, ich kann echt sagen, jede Prime-Video-Werbung, die ich hatte, war nur für Prime-Video-Produkte gewesen, die bei mir bisher liefen. Okay. Dann weiß vielleicht Amazon noch nicht so viel über mich, weil Kaffee sind sie bei mir komplett falsch. Ich trinke keinen Ja, bei mir Kaffee. auch. Da können sie gerne Bei Werbung mir zeigen. auch. Ich werde trotzdem kein Tchibo kaufen. Gerade die würde ich mir vorstellen, die wissen doch eigentlich, was ich bestelle. Die wissen am ehesten, was ich alles habe. Statt jetzt vielleicht ein anderer Streamingdienst. Obwohl es manchmal echt nervig ist, weil ich bestelle ja teilweise auch was für meine Mutter, die sehr viele Hörbücher hört. Und da bestelle ich für sie immer mit und jetzt kriege ich immer, ich habe ja auch ein Prime Music Unlimited Abo. Ne, also über Amazon höre ich auch meine Musik. Und dann, ich habe auch eine Alexa in der Küche stehen und die sagt dann so, oh, guck mal, es gibt da ein neues Buch von denen und denen. Willst du das bestellen? Ich bin so, nein, will ich nicht. Ich will von denen eigentlich gar nichts wissen. Das hört meine Mutter, nicht ich. Also, naja. Das weiß aber Alexa nicht. Aber teilweise macht das doch auch keinen Sinn. Also das finde ich immer so dumm. Weißt du, du kaufst dir irgendwie ein neues Smartphone und dann kriegst du 3 Wochen angezeigt, ja, hier, guck mal, hier ist ein Smartphone im Angebot und du denkst dir so, Ja. ja, das brauche ich jetzt aber gar nicht mehr. Also es wäre ja dann schlauer, das Zusatzprodukt dazu zu verkaufen. Das hast du mit allen. Du hast eine Kamera gekauft. Ich kriege an allen Ecken jetzt irgendwie so Tests zu der Kamera. Ich habe ja vorhin mal kurz nach der OM Pen geguckt. Jetzt kriege ich in meinen Google-Feature direkt rein, so, oh, cool, Test von OM Pen PL10. Wo ich meine, so, ja, ich will die nicht. Brauch ich keinen Test zu. Ich hab eine größere Kamera, die mir gefällt. Das war auch eine MFT, aber meine ist ein bisschen schicker. Ja, also teilweise greifen sie schon ab, was du suchst und versuchen dir dann dementsprechend irgendwas anzuzeigen, aber. Ja, na klar. Die haben Aber doch die Möglichkeiten. Die wären ja blöd, wenn sie es nicht machen würden. wie Nietzsche schon gesagt, eigentlich dumm. Die wissen ja eigentlich, dass ich das schon bereits bestellt habe über die. Warum machen sie jetzt noch Werbung dafür? Ja, eigentlich müssten sie dir jetzt Objektive anzeigen oder Ja. Kamerataschen oder so. Ja. Weil die Kamera habe ich ja, das wissen sie ja. Also sollten sie es zumindest wissen, aber na gut. Da ist der Algorithmus noch nicht so drin. Der denkt so, oh, vielleicht brauchst du doch eine zweite, vielleicht findest du die ja so toll, du kaufst dir noch eine. Hast du zwei? Ach, keine Ahnung.
So, ich denke, jetzt haben wir auch die 2 Stunden voll. Wir haben, Ja, ich locker. weiß gar nicht, was für Themen hatten wir denn heute? Wir hatten Vodafone, ganz viel Spaß mit Vodafone, ganz viel Spaß mit Versandhändler und einer nicht angekommenen Kamera inklusive Objektiv, was ich sehr gut finde, dass von beiden überhaupt nichts je angekommen ist. Eine Serie mit Shogun, wir hatten einen Film mit Civil War, wir hatten noch einen Film mit Evil Does Not Exist und Fallout. Ja, ein bisschen was haben wir ja doch. Aber ich glaube, das meiste, die erste Stunde war einfach Alles Vodafone ist scheiße. scheiße. Das ist der Titel dieser Folge. Vodafone ist scheiße. Ich sage jetzt scheiße, nicht Vodafone ist ein Hurensohn, weil ich weiß nicht, ob das dann so gut ankommt. Ich weiß gar nicht, ob man eine juristische Person bewährt beleidigen kann, tatsächlich. Echt jetzt, meinst du, ich könnte jetzt wirklich als Titel nehmen, Vodafone ist ein Hurensohn? Ja, also. Ich weiß halt nicht, ob der Strafgesetzbuch Passus zur Beleidigung nicht auch irgendwie voraussetzt, dass es sich um ehrverletzendes Verhalten gegenüber einer natürlichen Person verhalten muss oder ob das auch gegenüber einer juristischen Person sein kann, weil eine juristische Person ja an sich keine Gefühle Sagen wir mal so, wir wollen es nicht unbedingt austesten. hat. Wir müssen es nicht testen. Ich will jetzt keine Klage von Vodafone rammen. Ich habe mit Vodafone nichts am Hut. Ich will jetzt nicht noch von denen verklagt werden. Genau, der nichts am Hut hat, kriegt die Anklage. Nee, Es läuft nee, ja immer noch passt alles schon. über mich hier. Ah, ja gut, wir Passt haben ein schon, bisschen was alles gut. bequatscht. Wann wir das nächste Mal wieder zusammenkommen, weiß Gott alleine. Ich weiß es nicht. Aber dann haben wir bestimmt noch genug Themen übrig, die wir dann bequatschen können. Das wird gut. Ich hoffe, er hatte zumindest ein bisschen Spaß, uns zuzuhören, auch wenn es teilweise echt ein bisschen anstrengend war, weil der wieder weg war und da funktioniert das nicht. Heute ist echt der Tag der Technik. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen was mitnehmen können und hört dann auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht euch eine schöne Zeit, haut rein. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss, 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 tschüss.